Es ist Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Ihr habt brandrichtig eingeschaltet zur möglicherweise epischsten Show des Jahres. Und wenn ich sage Show, ist es eigentlich schon gelogen, denn das, was wir heute vorhaben, das wird nicht nur heute stattfinden. Nein, das geht morgen in die Verlängerung und am Samstag dann das große Finale. Ein einfacher Titel für ein Format der Superlative, was wir in der Form noch nicht hatten. Last Bean Standing aus ganz vielen. Mach eine. Micha Reinke. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, Colin, schön, dass du da bist. Und das hast du sehr schön martialisch gesagt, denn es ist ein martialisches Format. Es wird Bohne für Bohne fallen, sozusagen. Also wir werden sie nicht umbringen, wie im Vorbild Squid Game, das haben wir rausgestrichen. Aber sie werden sich sicherlich schämen, wenn sie dann rausgeflogen sind. Das immerhin, ja. Genau. Und ihr kennt das ja. Wir machen gerne mal Wettbewerbsformate, Gaming-Formate, Quiz-Formate. So Challenge liegt uns ja quasi im Blut. Aber wir haben uns jetzt so zum Ende des Jahres gesagt, lass uns mal was probieren, was wirklich möglichst viele Menschen bei uns vor die Kamera bringt, die sich sonst vielleicht mal so ein bisschen zieren oder sagen, oh, das ist doch eigentlich gar nicht mein Ding. Wir haben ganz bewusst mit diesem Format einen Plan, der heißt, hier kann jeder, hier kann jede gewinnen. Wir haben ganz, ganz bewusst uns heute und für die nächsten Tage Spiele überlegt, in denen eben die fast 50 Kontrahentinnen antreten werden, in denen sozusagen niemand einen wirklichen Vorteil haben kann. Hier ist niemand, der besonders geschickt ist oder mit Spezialwissen glänzt irgendwie im Vorfeld. Die Menschen, die heute hier teilnehmen, wissen nichts. Sie haben Stand jetzt keine Ahnung, was passiert. Und ihr werdet es natürlich auch nur stückweit erfahren, denn wir wollen nicht alles spoilern. Aber nochmal vom Konzept, du hast es gesagt, über die Tage wird es eben so sein. Es sind nicht ganz 50, weil ihr könnt euch lebhaft vorstellen, dieser Tage, es ist einfach unglaublich schwierig, mit irgendwas so richtig vernünftig zu planen. Aber wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es immerhin 46 Bohnen, die sich bereit erklärt haben, hier an den Wettstreit zu gehen. Es sind sogar 48, ja. Es ist ein bisschen schmerzhaft für meine, ich sag mal, meine autistische Seite sozusagen, dass es nicht die 50 sind, aber wie du schon gesagt hast, man kämpft ja darum und bis auf die letzten Meter haben wir jetzt immerhin 48 Leute zusammengekratzt. Das ist Weltrekord, würde ich sagen. Ganz genau. So viele Menschen gab es noch nie, in diesen Räumen zumindest. Exakt. Und wir haben uns eben ein Spielsystem überlegt. Heute geht es schon knallhart los. Wir rasieren richtig hart. Mhm. Das bedeutet, von diesen 48 Leuten werden tatsächlich nach dem ersten Spiel schon die Hälfte nach Hause gehen können, beziehungsweise vielleicht rausfliegen. Und im zweiten Spiel des heutigen Abends geht es dann so weiter, sodass wir am Ende des Tages, am Samstag, wenn das große Finale stattfindet, wirklich zwischen den zwei Verbleibenden die Entscheidung finden, wer ist die Last Bean Standing, wer holt sich die Bohnen. Und du hast schon gesagt, die Disziplinen sind sehr alltagsnah, sie sind sehr, ich sag mal, hürdenfrei, kann man sagen, geistig hürdenfrei. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen. Und sie betreffen vielleicht auch so ein bisschen den Bohnenalltag, den wir hier so haben. Weil ich würde fast sagen, alle Disziplinen könnte man hier schon mal bedient haben, in irgendeiner Form, wenn man hier in diesem Hause schon mal tätig war. Ja, absolut. Deswegen, Chancengleichheit ist ganz, ganz groß. Und damit wir das hier überhaupt umsetzen können, geht natürlich ein heißer Dank an unsere Freunde bei Tchibo Black and White raus. Denn die haben mit ihrer tatkräftigen Unterstützung dafür gesorgt, dass wir dieses Event der Superlative hoffentlich möglichst unterhaltsam, möglichst schmerzfrei, naja, je nachdem, wie man fragt, einfach durchziehen können. Und ihr habt es vielleicht hier hinten schon gesehen. Hier gibt es ein Glas mit Kaffeebohnen. Ja, Moment, das ist nicht irgendein Glas, das ist das mysteriöse Glas des Schicksals. dieses Glas sieht banal aus, aber es hat eine große Wirkung. Es hat eine unfassbare große Wirkung. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas teasen willst oder vielleicht. Ich glaube schon, wir wollen die Stimmung denn aufrechterhalten, denn alle Leute, die heute im Laufe des Abends herausfliegen, die werden an diesem mysteriösen Bohnenglas des Schicksals vorbeigehen und einen Guess sozusagen abgeben. Sie müssen schätzen, wie viele Bohnen sind drin. Und die, es könnt ihr auch mal zuhören, da unten im Studio, wir kommen gleich zu euch, die oder derjenige von euch, der am Ende des Abends rausgeflogen ist, aber am nächsten am tatsächlichen Inhalt des Glases dran ist, der bekommt sozusagen den ultimativen Joker, die Second Chance. Und der oder die, haha, darf trotz Rauswurf morgen an den Start gehen. Quasi, ist das nichts? Das ist toll. Quasi ohne Eigenleistung, unehrenhaft, aber gefeiert ins Finale. Nein, das war natürlich ein Scherz. Es ist eine große Ehre, diesen Preis zu gewinnen. Und es ist für alle eine Second Chance, wie du schon sagst. Ja. Sie können
damit quasi nochmal das ganze Blatt wenden, wenn ihnen vielleicht die erste Disziplin nicht ganz lag oder auch die zweite. Ja, ohne Skill, ohne Mühe, wie es so schön bei uns heißt, das kann nochmal alles drehen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer spielt denn heute eigentlich? Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf das TeilnehmerInnenfeld, das heute Abend an den Start geht, denn das ist wirklich ein ganz bunter Mix, wenn wir mal reingucken. Also wir sehen hier einfach Gesichter, die ihr bestimmt schon x-mal gesehen habt. Obere Reihe natürlich, Etienne und Simon dürfen heute nicht fehlen. Freunde des Hauses, wie zum Beispiel ihnen da oben sehen wir. Aber auch ganz viele Menschen, die vielleicht eher selten vor der Kamera in Erscheinung treten. Alle, die sind heute Abend dabei. Und ich behaupte, wir haben wirklich dafür gesorgt, dass Chancengleichheit besteht. Mhm. Wenn du jetzt dieses Bild siehst, würdest du schon mal auf eine Bonus zeigen und sagen, die wird es. Ich glaub mir, Leute, die wird es, egal was für Disziplin wir auffahren, das ist Ende Gelände. Ja, das stellst du mir jetzt irgendwie, obwohl ich noch nüchtern bin, eine sehr spannende Frage. Das ist wirklich schwer zu beantworten, denn ich kann es einfach kaum einschätzen. Nee, ich kann kaum einschätzen, wer in diesen Disziplinen, die wir heute Abend spielen werden, wirklich vielleicht die Nase vorn hat. Vielleicht ist es das Quäntchen Glück da ab und zu mal. Es gehört manchmal ein bisschen Glück, das geben wir zu. Es ist nicht so hundertprozentig skillbasiert. Nicht alles, was wir tun, ist hier skillbasiert. Aber man muss natürlich zumindest irgendwas tun. Man kann nicht nur dastehen. Wir haben lange drüber diskutiert. Also deswegen rausgeflogen sind Ene, Mine, Mu und raus bist du. Ja. Das lustige Streichholz ziehen und natürlich auch einfach um die Wette Zahlen sagen. Das war alles zu skillbasiert. Damit könnte man hier schon nicht mehr richtig. Ja, genau. Und ich würde sagen, damit gehen wir doch auch vielleicht mal kurz zum Ort des Geschehens. Denn im Ort des Geschehens, da befindet sich unser werter Kollege Andreas, der heute sozusagen vor Ort die Meute bändigen wird, der durch die Spiele führt. Und wir fragen mal, wie ist die Stimmung bei euch da unten, Andreas? Ja, die Stimmung kocht jetzt schon über. Die Stimmung kocht über, die Emotionen auch, denn das muss man sagen, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben hier zum ersten Mal gerade von euch gehört, wie diese Show funktioniert und haben auch gehört, dass sie offensichtlich komplett ungeschickt sind, mehr oder weniger talentfrei und deswegen alle diese Spiele hier machen können, aber das heißt natürlich nichts. Werft noch mal einen Blick auf diese 48 Personen, die hier heute stehen, denn nur eine wird bis Samstag hier übrig bleiben und zur besten Bohne von Rocket Beans gekürt werden. Deswegen mal ein bisschen rumfragen, wie es eigentlich so aussieht. Ach, Sarah steht ja zufällig auch bei mir. Sarah, erzähl ein bisschen, was sind so Spiele, wo du sagen würdest, boah, hoffentlich kommt das nicht dran? Schere, Stein, Papier. Dann bin ich verdammt schlecht drin. Ja, das wird Spiel 1 wahrscheinlich werden, ja. Ach schön, ja, dann können wir mich schon mal aussortieren. Gibt's, wenn du so in die Runde guckst, irgendjemand, wo du sagst, ah Mist, das ist auch so ein Tausendsasser, der könnte gefährlich werden? Oder die? Ich habe mich besonders über eine Person gefreut, die heute schon sehr früh da war. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber Ingo ist da. Da! Ingo ist da. Ingo ist ein absoluter Tausendsasser. Aber wieso dann gefreut? Ist er nicht weil Konkurrenz? Weil ich ihn selten sehe, tatsächlich. Okay. aber ja, ich freue mich, gegen euch alle anzutreten. Und das wird geil. Wie sieht's denn hier aus, Markus? Mensch, du stehst auch zufällig. Ja. Da erzähl mal ein bisschen. Einige deiner Skills haben wir natürlich drauf. Deswegen, es wird heute nichts mit Pokémon kommen. Wo siehst du noch deine Stärken? Ich habe tatsächlich trainiert. Jeden Morgen. Was? Ich habe jeden Morgen trainiert. Ich habe mir extra eine Stange Toastbrot gekauft, weil das natürlich ein beliebtes Spiel ist, Toastbrot-Wettessen. Und ich habe Toastbrot gegessen die letzten Tage. Gut, okay. das wird dir wahrscheinlich auch nicht helfen, das kann ich auch schon mal sagen. Also, 48 Leute sind da und die wollen natürlich wissen, was ist Spiel Nummer 1. Wollt ihr wissen, was Spiel Nummer 1 ist? Ja! Dann! Spiel Nummer 1 befindet sich unter dieser Glocke. Das lässt schon einige Spiele ausscheiden. Aber dennoch. Passt ein Toastbrot runter. Es ist Mayan. Was? Bitte was? Mayan, Maxien oder, das muss man bei Rocket Beans ab und an können, Lügen nennt sich das Ganze. Ich brauche mal zwei Freiwillige nur für eine kleine Proberunde. Wer hat schon mal gemeiert, Maxien gespielt? Zwei Leute, Johanna, okay. Da noch jemand? Gunnar? Ja, komm. Natürlich kann ich Meier. Ja, ne? Das ist auch so ein Gunnar-Spiel. Ja, ja, kann ich. Also, das ist nur eine Proberunde, um einmal ein bisschen zu verstehen, was wir hier heute vorhaben, was wir machen. Und bedenkt, es ist Sudden Death. Also, einer von euch wird hier aus diesem Spiel dann auch später als Verlierer verfolgen. Zwischen euch beiden noch nicht? Sonst alles cool. Einmal zum Üben. Also, Meiern, ihr seht, hier haben wir diesen Würfelbecher und zwei Würfel. Wir fangen jetzt einfach mal an. Johanna würde einmal würfeln. Und
geheim für sich schauen, welche Zahl da drunter ist und diese Zahl einmal nennen oder vielleicht wird sie auch lügen. Du würdest jetzt was sagen? Ich sage 41. Ja, das ist easy. Ja. Dann gibst du das an Gunnar weiter. Gunnar würde das auch einmal machen. 53. Nehme ich. Würdest du nochmal machen? Okay. 4er Pasch. Nee. Ja, Ihrer Pasch hat nicht geglaubt an der Stelle. Ich muss ja lügen, mal, das schaffe ich ja nicht. Verdächtigt also Johanna der Lüge und Johanna löst einmal auf für diese Runde. Hat geschafft. Na, doch, danke, das wollen wir natürlich nicht. Also, wie funktioniert das Ganze? Ihr habt schon gesehen, es geht ein bisschen drum, was würfelt man und was gaukelt man vielleicht vor. Es geht natürlich darum, die höchste Zahl zu würfeln. Also, ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine 3 und eine 4 würfelt, automatisch die höhere Zahl ist der 10er. Also eine 3 und eine 4 ist eine 43, eine 4 und eine 3 ist auch eine 43. Ja. Das Höchste, was ihr würfeln könnt, ist sogenannte Maxien, also eine 1 und eine 2. Damit schlagt ihr quasi alles andere, was liegt. Die Zahlenreihenfolgen sind quasi so 31, 32, 41, 42, 51 und so weiter. Höher als diese normalen Zahlen ist nur der Pasch. Also ein 1er Pasch, 2 mal eine 1, 2 mal eine 2. 2 mal eine 3, 2 mal eine 4, 2 mal eine 5, 2 mal eine 6. Es geht also im Wesentlichen darum, ihr würfelt einmal, schaut, was habe ich für eine Zahl. Ah, ich habe eine 3 und eine 4. Okay, das ist also eine 43. Kommt die gegenüberliegende Person da drüber mit ihrem Wurf? Sie nimmt diese 43, okay, kann entweder erstmal anzweifeln, ist das wirklich eine 43 oder nicht? Oder eben erhöhen, indem sie würfelt oder vorgaukelt. Sie hätte eine höhere Zahl gewürfelt. Das Spiel endet also. Wenn das Lügen angezweifelt wird, sprich, wenn du sagst, du hast eine 43 gehabt oder ein 4er-Pasch, wie wir es eben bei Johanna hatten, und du sagst, nein, das ist eine Lüge, glaube ich nicht, hat sie gelogen, hat sie die Runde verloren, hat sie wirklich einen 4er-Pasch, geht die Runde an dich. Und unentschieden, Andreas? Unentschieden gibt's nicht. Gut. Wir spielen Best of, also ganz, ganz wichtig, das kann natürlich passieren, sagen wir mal, sie hat eine 23, und du eine 32. Ja, sehr gut aufgepasst. Gut. Und du würfelst eine 32. Du musst überbieten. Genau. Ne? Das ist ganz wichtig. Du kannst dann nicht auch sagen, ja, habe ich auch. Okay, ja. Verstanden? Ja. Also, das Schöne ist... Lisa hat noch eine Frage. Ja, noch eine Nachfrage? Ja. Ja, Maxien schlägt jeden Pasch. 1 und 2 ist die höchste Würfelzahl. Das Beste ist, wir spielen Best of 5. Also 3 Runden müsst ihr gewinnen. Jetzt wollen wir aber natürlich noch, hier wird noch diskutiert, Strategien werden ausgetauscht. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal wissen, wer tritt denn gegen wen an, Micha und Colin? Ja, genau das werden wir jetzt hier gemeinsam und mit diesem fantastischen Bingo-Rad auch so objektiv wie möglich festlegen. Denn wir haben es schon gemerkt, ihr könnt euch ja auch noch ein bisschen austauschen über die Spielregeln. Einige haben schon mal gespielt, andere so gar nicht. Es ist nicht so furchtbar kompliziert und es ist eben auch nicht zwingend so, dass die Person, die es vielleicht schon mal gespielt hat, einen Vorteil hat. Denn der Zufall wird entscheiden, welche Paarungen wir haben. Und dann wirklich Pokerface, Glück, Strategie, alles kommt zusammen und kann dann darüber entscheiden, ob vielleicht auch die absoluten Newbies hier im... Ich wollte gerade sagen, also eine möglichst tote Mimik kann hier vollkommen wichtiger sein als ein guter Wurf sozusagen. Man kann direkt nach dem ersten Wurf schon anfangen zu lügen. Ist manchmal sogar eine schlaue Taktik sozusagen, um die Gegner aus der Fasson zu bringen. Und deswegen, ja, das schauspielerische Talent ist hier, kommt hier zur Geltung, würde ich sagen. Exakt. Wir fangen jetzt an mit der hochoffiziell notarial halbbeglaubigten Auslosung des Spiels. Und ganz wichtig dabei ist, in der Reihenfolge, in der wir jetzt die Paarungen hier rausziehen, werden sie nachher auch antreten. Und in dieser Reihenfolge soll heißen, der erste Name, der gewählt wird, ist dann auch der oder diejenige, die sozusagen den ersten Wurf macht. Ja. Also, Paarungen sind klar, damit die Reihenfolge und auch die Person, die anfängt. Und damit würde ich sagen, wollen wir die Auslosung starten? Seid ihr da unten bereit? Wollt ihr genau mitbekommen, was abgeht? Dann würde ich sagen, wir schauen uns das jetzt mal an und ihr könnt gucken, ob ihr zufrieden seid oder vielleicht schon das Gefühl habt, durch die Auslosung gewonnen zu haben. So, ich drehe dieses fantastische Rad einmal rum. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, wer ist der erste Name, der jetzt... Haben wir so eine schmierige Lotto-Musik, die wir da drunter legen können? Das fehlt mir hier gerade. Ja. Naja. Der erste Mensch, der bei Last Man Standing Edition 1 am ersten Tag, im ersten Spiel, im ersten Duell antreten wird, ist Ben K. Oh. Naja, bevor ihr jubelt, Ben K. Ben K. tritt an
gegen, oh, hier kommt direkt ein RBTV-Titanen-Aufeinandertreffen, denn der Gegner von Ben K. ist Gregor K. Wow. Oh, wow. Okay. Also, wo du 1000 Sasser ist Ben auf jeden Fall, der kann alles. Und Gregor ist ja auch so ein laufendes Orakel. Ich weiß nicht, ob ihm das hier irgendwas nützt. Ja, Pokerface bin ich eher bei, ich weiß nicht genau, ob Gregor überhaupt lügen kann, ob er es jemals gemacht hat in seinem Leben. Das kann ich, also als er mir damals gesagt hat, er mag kein Tzatziki, hat er auf jeden Fall die Wahrheit gesprochen. Ja, das stimmt. So, schauen wir mal. Ich drehe mal weiter und wir schauen einfach mal, welche Paarung hier als nächstes im Rennen ins Rennen. Ich wollte es immer schon mal drehen. Und bisher habe ich nach dreimal auch noch nicht die Lust verloren. Der nächste, der antreten wird, ist Anton. Oh. Gegen Kai. Eine spannende Paarung. Und beides Menschen, die halt auch nicht zwingend zum absoluten Standard on air, sage ich jetzt mal, Besteck gehören. Also auch das wird sehr interessant. So, wir drehen weiter am Rad. Das macht echt Spaß. Ich könnte eigentlich auch noch. Oh, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt natürlich jemand. Simon, kennt sich aus mit On-Air-Situationen, mit Nervosität, mit Glück, mit Schicksal. Wir werden schauen, gegen wen Simon ins Feld ziehen wird. Das ist. Wow, Florentin! Uiuiuiui. Gleich so eine Elefantenrunde, ne? Da würde man nicht so schnell Florentin also aufgrund seines schauspielerischen Talents ne, vorne sehen. Ja, wo ich nicht sagen würde, dass Simon nicht auch gewisse Rollen übernehmen kann. Also Simon hat ja wirklich so alles schon mal gespielt. Ja, das stimmt. Vielleicht auch den glücklichen Gewinner. Das weiß ich aber nicht genau. Richtig. Das werden wir rausfinden. So, wir drehen weiter. Und für Duell Nummer 3 startet als erstes Walle. Oh. Und der oder die Gegnerin von Walle wird sein Etienne Gabé. Unser Edi. Walle gegen Eddie. Mann. Ich liebe so Auslosungen, ne? Und das ist immer so ein bisschen so Fußball-Auslose, großes Turnier-Feeling, was da wahrscheinlich jetzt so rauskommt, ne? Aber es heißt ja gar nichts, weil Skill, wie gesagt, wird ein bisschen beim Meiern vielleicht eliminiert. Und guck mal, das nächste sehr prominente Gesicht. Budi ist am Start. Und er wird seines Zeichens antreten. Jetzt bin ich gespannt. Budi, hier kommt dein Gegner. Es ist Wirt. Sehr gut. Oh, ist das schön. Das gefällt mir doch mal richtig gut. Ich habe früher mal geträumt von einem Film, wo alle Helden gleich am Anfang sterben sozusagen. Ani kommt rein, bumm, tot. Weißt du? Und Silvester kommt rein, bumm, tot. Das könnte hier auch so passieren. Ja, also auf jeden Fall. Noch freuen wir uns, aber naja. Das ist aber genau das Schöne daran, dass eben zur goldenen Bohne, da gehört halt mehr als einfach nur ein dicker Oberarm. Johanna geht ins siebte Duell. Und ihr Kontrahent, ich drehe jetzt extra mal einmal mehr. Weil es ist geil. Es ist so ein, und es funktioniert überraschend gut, ne? So ein Ding hier, pass mal auf. Super. So, einmal zurück. Raus mit dem Ding. Und da haben wir Ricardo. Ricardo. Ja. Eine Paarung, die man wirklich in der Form bei uns nur in so einem Format sehen kann. Mhm. So. So. Und hier haben wir ebenfalls ein Gesicht, was wir standardmäßig, wenn man hier arbeitet, eher hinter der Kamera sehen. Naja, Star von Kino Plus 400, würde ich schon mal sagen, ne? Heißt, hab ich's. Nö, hast du den Namen schon gesehen? Habe ich's falsch gelesen? Weiß ich nicht. Doch, Mel. Nein, ich hab mich verguckt, sorry. Es ist Melis. Ah, okay. Mehr Buchstaben, aber sind mehr Buchstaben besser? Das werden wir sehen. Denn sie tritt an gegen Leonie. So, Melis gegen Leonie. Sicherheitshalber schreibe ich hier auch mit. So. Und wir drehen ein weiteres Mal die Kurbel des Schicksals. Boah, diese Weihnachtssweater, ne? Ja. Diese Dinger, die sind also. Aber du siehst sehr gut aus, muss ich nochmal sagen. Ich, dieser Weihnachtssweater ist super, der ist super vielseitig auch. Absolut. Unter Weihnachtsbaum, danach in der Disco, der Geisterverteilungsfläche. Ne? Ja. Ja, toll, wenn man den auch kaufen könnte.
denke, oh ja, den könnte man vielleicht kaufen. Ja. Wo haben wir den denn überhaupt her? Ich glaube, wurde einfach angezogen. Ja, müsst ihr googeln, sorry, mehr können wir euch nicht entgegenkommen. Aber er ist wirklich sehr warm. Er ist mir so fast zu warm, aber hier im Studio gelten andere klimatische Bedingungen. So, jetzt kommt die Meisterin der Buchstaben, Lisa Handirk. Das ist ja wirklich, als ob ich's gemogelt hätte. Aber sie tritt an gegen ihre Namensvetterin Lisa Meyer. Uiuiui. Unsere redaktionelle CVD. Das ist ja wirklich, ne? Das ist ja ein Zufall hier. Ich habe das Gefühl, es sind fast alles hier Schicksalsbegeben. Das ist alles, genau. Danach könnte sie halt nicht mehr. So, schauen wir mal. Und weiter geht der Spaß, denn wir haben als nächsten Vitus. Bleibfuß Vitus wird er auch gerne genannt. Richtig. Und der Gegner ist aus der Buchhaltung Marika. Das wird auch mal eine spannende Partie. Wie sieht's denn so aus, Andreas, eigentlich? Ist das schon so ein bisschen so der Angstschweiß? Also haben sich da schon bei dir so Reaktionen rausgeschalt, wo du denkst, da möchte jemand schon direkt aus dem Studio schleichen? Oder eben gibt's sich sicher? Ja, ist ein bisschen Angstschweiß, ein bisschen auch dieses so beim ESC in der 5., 6. Stunde von der Show, wo man so denkt, okay, wie viele Punkte kommen eigentlich noch? Ach ja, Litauen kommt ja auch noch. Aber ja, da sind schon einige spannende Paarungen dabei, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, denn spannend soll es weitergehen. Wir drehen ein weiteres Mal an der Kurbel des Grauens für den einen. Das ist schön, hier entscheidet sich ja schon die erste Biegung, ne? Und ich weiß genau, das sind jetzt Leute wie Ede dabei, die sagen, ich setze jetzt schon mal auf die Loser-Karte. Mhm. Ich vielleicht, also nicht persönlich gemeint, aber ne, also ab und zu. Hey, Gott mit. Kuro! Ui. Ist der nächste Mensch, der antreten wird. Ja, ich lasse es nochmal raus. Und Gegnerin oder Gegner für Kuro ist Miriam T. Ja. Oh, da sieht Miriam sehr, sehr, hat einen respektvollen Blick. Ja. Aber Kuro ist ja auf jeden Fall ein netter Gegner. Das muss man sagen, ne? Ja, zermalmt. Ja. Wer jetzt? Kuro. Ah. So. Als nächstes treten an Sia. Schnell am Controller, aber gut beim Pokern. Ja, bin auch gespannt. Ja. Es sind nur noch einige wenige Restkugeln hier übrigens in der Trommel. Also keine Sorge. Bianca! Ich glaube, haben wir Bianca schon mal bei uns vor der Kamera gesehen? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher jetzt, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht eine echte Premiere. Aber das sind ja genau die Geschichten, die wir hier schreiben wollen. So, wir machen weiter mit Jannes. Oh, das ist Selbstbewusstsein, das sieht auch gefährlich aus. Wenn man natürlich glaubt, man würde gegen Harry das Phantom antreten, oder auch Mr. Luftikus oder Madame gibt es nicht, dann kann man sich sehr siegesgewiss geben, das ist klar. Aber er weiß noch gar nicht, gegen wen er antritt. Eben. Ach so, deswegen diese Überzeugung möglicherweise sich jetzt. Ach so, die meinst, ja, okay. Ja. Gucken, ob sein Lächeln jetzt verschwindet. Oh. Das ist eine schwere Gegnerin. Ja. Es ist nämlich unsere heißgeliebte Katha. Keine Gefangenen, wenn sie nicht. Nee, die hat auch immer Messer parat. Ja, schaut euch Endgegner an. Also da. So. Wir machen weiter mit Ambition hat einen Namen. Und ihr Name ist nicht Krogi. Krogi. Ja, mir fiel gerade nichts Besseres ein. Das tut mir leid, das muss man ja dazu raushauen. So. Und Krogis Nemesis wird Sam. No. Okay. Interessant, ja. Sehr, 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 sehr gut. So. Wir machen weiter und haben hier Carsten R. Hm.
Ich glaube, auch hier haben wir schon wieder eine Premiere. Denn er kennt sich auf jeden Fall mit Zahlen richtig gut aus. Ja, das stimmt. Ja, aber auch mit. Ich hab grad, ja. Aber nur mit echten Zahlen. Ja, richtig. Mal, ne? Also nicht mit der Möglichkeit, Zahlen. So. Er muss bestimmt auch mal lügen in seinem Berufsalltag. Nein, Gott behüten. Ist da Taschenrechner? Nein, also entschuldige mal. So, Carstens Gegner wird werden. Oh, der Mann, der wirklich alles kann und ich behaupte, alles schon mal gemacht hat. Mhm. Taddel. Thaddäus. Ey, Taddel. Ich wusste es, ich hätte die Kugel nicht gesehen. Ihr kennt ihn als Kickboxer aus Game 2 Folge 178. Ja, wirklich. Es ist ganz egal, welches Problem du hast. Ja. Du kannst davon ausgehen, 99% hat Taddel die Lösung. Richtig. Und das ist wirklich, Genau. Mal schauen, was seine Maxchen respektive Mayan-Erfahrung mitbringt. So, und hier haben wir jemanden. Wir haben ihn eben schon gesehen. Er hat sich warm gegrinst und gespielt. Gunnar Krupp. Ui, ui, ui. Ist ebenfalls am Start. Ja, mit Gunnar muss man immer rechnen. Ja. Oh, und wir haben hier sozusagen einmal Gunnar gegen eine Producerin von uns, Patricia. Patricia. Das ist auch wieder so, das ist die On-Air-Erfahrung versus ich habe hinter der Kamera schon alles gemacht und übernehme da sehr gerne Verantwortung. Also, das wird interessant. So, die letzten Paarungen kugeln hier aus dem Ding und wir haben Sarah B. Und Sarah W. wird antreten gegen Steffen G. Ja, im Geschichten erzählen ist er ja ein ganz großer, ne? Richtig, also das genau. Muss man ja sagen, ne? Aber richtig. Ob ihm das heute helfen wird, wir werden es rauskriegen. So, das nächste Bällchen rollt mir in die Hände und wir haben Ben W. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir vorhin Ben K. hatten. Mhm. So, die Siegesfaust, die dann gleich vielleicht schon wieder ein bisschen panisch zu Boden gesunken wird, möglicherweise, denn niemand Geringeres. Habe ich da vielleicht noch diverse Ersatzbällchen? Oh, ja, stimmt. Oh, also, okay, wir gehen auf dieser Straße, du musst nicht weiter. Es ist Julia. Julia. Julia, okay. Was mir, also ich muss mal ganz kurz sagen, was mich mit Abstand bisher am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass die Namen hier drin und die Menschen, die unten stehen, bisher komplett übereinstimmen. Das ist krass. Ne? Also der Kameramann ist super, super sicher, was diese Geschichte ist. Ja, überhaupt, dass sie da sind. Also, dass hier ja, er findet sie aber auch super schnell. Auch das, aber dass sie auch da sind. Ja, das stimmt. Sie sind alle vor Ort. Sie sind, keiner hat sich gedrückt, keiner ist abgehauen. Ja. Genau, finde ich super, ja. Und auch, dass die Kameraleute sie sofort einfangen. Ja, Krogi hat vorhin übrigens gemerkt, als sie alle auf einem Haufen standen, dass keiner schlecht riecht. Alle riechen gut. Ein Mann, der hat noch nie alle versammelt gesehen hier und er hat ganz begeistert gesagt, keiner stinkt. Krogi muss wissen, er ist in der Bäckerei groß geworden. Richtig. Ne? Also. So, das nächste Duell ist Sarah Kay. Und Sarah wird antreten gegen. Nein, den Gefallen können wir nicht tun. Es wird nämlich Mark. Auch das. Alte Kollegen begegnen sich ein weiteres Mal auf dem Schlachtfeld des Ruhms. Herrlich. Und ich höre noch ein einsames Scheiße. So, wir ziehen die nächste Paarung. Es ist niemand wieder Geringeres als natürlich der kongeniale Bruder von Budi. Es ist Ian. Ebenfalls am Start. Und Ian tritt an gegen Leo. Ich glaube, die beiden können sich auch gar nicht einschätzen. Das wird wieder so ein richtiges. Okay. Aber Ian bin ich gespannt, ob der so eine Art Pokerface haben kann. Weißt du, ob nicht die Emotionen aus ihm herausbrechen und genau. Ja, weil es muss ja nicht immer das Pokerface sein. Es kann ja manchmal auch das, ne? Was das machst du? Was machst ja, du? Richtig, ne? Komm, man kann mit allem spielen, was man hat. Angst, genau. Ne? Das ist ja, also ihn auf der Klaviatur der flexiblen Kriegsstrategien spielt ja Ian wie kaum ein zweiter. Ne? Das stimmt. Also. Richtig. So, wir machen weiter. Und haben hier den Mann, den die meisten oder viele von euch natürlich durch seine Stimme kennen. Es ist niemand Geringeres als Ingo Mess.
Ja, da ist diese Angst, ich liebe das, wenn die Angst ins Gesicht geschrieben steht. In diesem Fall zu Recht, denn wir haben sozusagen unsere, ja, eine unserer YouTube-ExpertInnen hier am Start. Ja, und es ist niemand Geringeres als Anja K. Ich glaube, auch hier wieder so eine Paarung, wie eben schon die beiden, haben wahrscheinlich noch gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Nee, eben. Und das sind manchmal die spannendsten Duelle. Weil die Achillesferse, ja, die kennt man dann eben gegebenenfalls noch gar nicht. So, die letzten Kugeln rollen und werden ausgeworfen. Und der nächste Name ist Milena. Schon wieder so ein Schummelgefühl. Hol ich gleich wieder. Und Milena, da sehen wir sie, wird antreten gegen Lukas. Lukas. So. Mhm. Ja, der sieht ein bisschen. Ja, der kann sowas, der kann sowas. Ja, richtig. Head of Sales, der muss sowas können, genau. Diese Kugeln sind aber heute sehr rutschig, das muss ich auch einfach mal hier sagen. Also wer weiß, was die schon erlebt haben. Matteo tritt als nächstes an. So, pass auf. Und Matteo, jetzt kannst du sie hier nochmal deine Anmoderation machen von vorhin. Ach, mit der berühmten Mail von KinoPlus 400. Exakt, die Mail von KinoPlus 400. So, der Zettel, oh Gott, habe ich hier gut gehaushaltet mit dem Messer. Wir haben noch 4 Kugeln und ich hoffe auch nicht mehr Teilnehmer da unten, die noch nicht sozusagen schon verkappelt wurden. Für also das ist jetzt laut Andreas Litauen, was du da ziehst, ne? Also quasi der Randkant. Nein, okay, nein, will ich nicht sagen. Nee, ich wollte gerade sagen. Vor. Also, wir haben Chen! Oh, okay, nee. Und dein Gegner, deine Gegnerin, liebe Chen, wird werden. Oh, jetzt wird's schwierig, ob diese Auffangschale. Oh Gott, kannst ja ewig kurbeln. Na? Oh. Jetzt machst du aber mit Absicht spannend, damit du nicht aufhören musst. Nee, es tut mir leid. Du siehst doch, hier ist so eine Hohlkehle drin. So eine Fangschaufel, in der man normalerweise Bratensoße wunderbar. Als Lottofee wärst du jetzt schon gekündigt wahrscheinlich. Ja, aber die Lottofee hat eigentlich, jetzt sind doch mal so Pustekugeln, oder? Ja. Ich hole die gleich händisch raus. Na, so klappt das nicht. Dann so, ja, so, oh, guck, oh, mal, oh. Guck mal. Ai, und wir haben Chen gegen. Ups. Oh, das ist ein anderer Name plötzlich. Aber ich kann ihn lesen, Matthias. Ui. Das wird spannend. Und die letzte Kugel, vorletzte Kugel, ist Claudia. Mhm, ebenfalls Team Sales. Exakt. Und der chronistischen Vollständigkeit halber werde ich jetzt versuchen, die natürlich dieses kleine Kügelchen in diesen schönen kleinen Auffangkorb zu boxieren. Auch wenn ich schon weiß, wer draufsteht. Und ich glaube, der Mensch im Studio weiß auch schon, weil er der Einzige ist, das ist jetzt von wegen, das hat nichts mit dem Eurovision Song Contest zu tun. Das ist doch eher so wie in der Turnhalle. So dieses Teams-Wellen. Ja, und du denkst, da so, hast oh, es, ist da das hast spannend, es, wer könnte der Letzte sein? Ich sitze als Einziger noch auf der Bank. Und dieser Gedanke hat einen Namen und er heißt Markus. Oh. So. Ja, sehr, sehr gut. Wir haben also unsere Paarung des heutigen Abends. Wir wissen, dass Maxchen gespielt wird. Mega krasses Pokerface. Bayern. Ja, absolut. Mega krass. Ja, aber der kann das gleich nicht durchsehen. Aber schaut es euch an, ne? Wirklich diese Mischung aus Vorfreude. Einige wissen ja, schon. Es sah auch, mega tot aus. Ich bin beeindruckt. Also wirklich. Mega tot? Tot, ja. Totes Gesicht, kein Ausdruck, ist ja auch ein Ausdruck. Also, ne? Da kannst du nichts rauslesen. Das ist auch ein Ausdruck von Freude und ich habe das Schönste schon hinter mir. Ja, habe ich bei Gensu durchgezogen, 3 Jahre. Ja, wir haben es auf jeden Fall noch vor uns. Denn wir machen jetzt eine ganz, ganz kleine Pause. Nochmal fürs Protokoll. Das sind die Paarungen, die in eben dieser Reihenfolge gleich antreten werdet. Ihr da unten im Studio, ihr könnt euch noch ein bisschen warm machen. Ihr könnt euch vielleicht nochmal über die Regeln austauschen. Wir atmen ganz kurz durch. Wir sind gleich wieder zurück aus der Werbepause mit Last Bean Standing, Tag 1, Spiel Nummer 1. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Last Bean Standing, a.k.a. in 3 Tagen mach aus 48 Teilnehmenden nur noch eine. Mhm. Ja, wir haben die Auslosung hinter uns. Ja.
Spiel 1 ist bekannt, Mayon. Ist das ein Spiel, dieses beliebte Würfelspiel, wo einige gesagt haben, ja, kenne ich, mache ich, haben wir schon tausendmal gemacht, andere haben es noch nie gespielt. Ich muss sagen, ich habe relativ wenig Erfahrung mit dem Spiel. Ist das was, was zu deinem Standardrepertoire gehört oder gehört hat? Also ich kenne das nur mit der zusätzlichen Strategie, dass man sich den Suff nicht anmerken lässt. Weil normalerweise ist man ja quasi, wenn man verliert, wer verliert, muss einen trinken, was auch immer er dann trinken muss so. Und damit wird halt die Qualität der Lüge immer schlechter sozusagen. Und ich habe schon Leuten gesehen, die quasi ihr Gesicht gar nicht mehr auf 9 Uhr kriegen, um die Lüge überhaupt zu transportieren sozusagen. Und das ist eigentlich der wahre Gag dahinter. Das machen wir heute natürlich nicht, weil wir machen das heute nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine weitere taktische Komponente. Ohne diese Komponente zählt ja hier wirklich die schauspielerische Leistung der Leute. So, weil du kannst in jeder Situation, nein, nicht in jeder, aber in sehr vielen Situationen mit Lügen alles übertrumpfen. So. Und wenn das Gegenüber dich dann anguckt und dann musst du schmunzeln oder fängst an zu schwitzen oder brichst so ein bisschen, dann weiß er Bescheid. So eine wirkliche Selbstsicherheit hast du ja nur, wenn unter deinem Würfelbecher wirklich so ein hohes Haar liegt. So. Ja. Ja. Aber das ist ja auch der ultimative Triumph, oder? Also wenn du wirklich startest mit 21, also die eigentlich niedrigste Zahl, die ja eben das Maxchen ist, und du weißt, es kann nicht mehr geschlagen werden. Ja. Und das selbstbewusst formulierst, was machst du dann als Gegner, als Gegnerin? Ob man dann wirklich sagt, ich meine, du kannst natürlich nur der Lüge bezichtigen, in der Hoffnung, also dass jemand sehr schlecht bei Maxchen ist der Ende des Duells sozusagen, weil das kann ja nicht mehr geschlagen werden. Genau. Das heißt, aber so, Set is ready, genau, wir können gleich mal rüberspringen, aber kurz zu deiner Frage, 2 Sechsen zum Beispiel kannst du nur noch mit dem Mayern schlagen. Und wenn ein Gegner sagt, der hat 2 Sechsen und du sagst dann, keine Ahnung, wirklich Matthew McConaughey-mäßig, beste Actor, keine Ahnung, voller Überzeugung, ich habe Maya oder so, das glaubt er dir trotzdem nicht. Hast du Pech gehabt, weißt du, weil das ist halt so gut, kann keiner Schauspielern so, außer du hast es wirklich so. Das ist eigentlich das Spannende daran. Hat er aber einen Dreierpass und du bringst es gut rüber, dann geht das. Gut, dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie es denn jetzt zur Sache geht, denn die Kontrahentinnen und Kontrahenten haben sich ready gemacht. Ich glaube, die letzten Spielunklarheiten sind sicherlich auch aus dem Rennen geworfen und derjenige, der das Ganze als Zeremonienmeister jetzt mit einem Blick auf Regelwerk und natürlich faires Gameplay im Auge hat, das ist Andreas. Andreas, ich würde sagen, wir übergeben an dich und freuen uns sehr auf das erste Spiel bei Last Man Standing Mayon. Dann legen wir direkt los mit Paarung Nummer 1. Ben K. gegen Gregor. Ja. Guten Tag. Hallo. 2 Urgesteine, wir spielen Best of 5. Gibt's noch Fragen? Das heißt, 3 Siege, dann seid ihr durch. Was von Mayer nochmal? Mayer ist 21. 21. Also, ja, ihr seid bereit? Ja. Dann Runde 1. Ben beginnt zuerst zu würfeln. Ihr habt da nochmal die Regeln für die Zuschauer. Da sind nochmal die Regeln, falls man nochmal einen Blick drauf werfen will, welche Zahl höher ist. Seht ihr da nochmal. 31. Ja. 53. Ich glaube, 31 ist das Niedrigste, was geht. 51 klingt auch noch machbar. 61. Glaube ich nicht. Verdammt. Das ist auch. Also, erste Lüge. 1:0 für Gregor. 61. Nee, also eben war es noch 42. Also, ist nochmal verrutscht. Ganz kurz, okay, dann. Aber 1:0 für Gregor. Ben ist fair. Und Gregor, hätte ich sagen beginnt, können, dass ich mich verguckt hätte? Das, was man sagt, zählt, oder? Ja, das ist jetzt. Ja. Genau, ja. Okay. 32. Danke. 32. Nehme ich. Das ist leicht zu schlagen. Das ist ein guter Start für Ben. 41. Glaube ich nicht. 41 glaubst du? Glaube ich nicht. Hä? Fuck. 1:1. Ah, ja, gut. Ben beginnt. Best of 3? Best of 5. Best of 5? Oh Gott. Schönen guten Morgen hier. 43. I accept it. 6,5. Mayer! Lügengesicht. Musst du aufdecken, denke ich. Muss ich aufdecken? So, Lügengesicht. Ja, vorsichtig. Jetzt, da siehst du mal, wie schlecht ich lesen kann. Ja, ja, ja. Das war die Freude darüber, dass er echt, das war die echte Überzeugung. Ben beginnt, bitte. Er hat kurz gewackelt und das war, glaube ich, dieses, aber selber überrascht. Ja. Matchball für Gregor. 62. Glaube ich nicht. Fuck, oh, okay. Das war jetzt mutig, das war jetzt mutig. Ist ja nicht unwahrscheinlich. So, letzte Runde entscheidet. Okay.
54. Sehr hoch. Ja, Ben muss jetzt mit einem Pasch kommen, oder? 64. Glaube ich nicht. Glaubt er nicht, nee. Es ist 64. Ja. Damit ist Gregor unser erster verlorener Boden Nummer 1. Wahnsinn. Das bedeutet, noch bist du nicht mal Last Man Standing, aber du bist auf jeden Fall in der nächsten Runde. Gregor hat noch die Chance, über unsere Second Chance reinzukommen, aber an der Stelle ist erstmal Schluss. Dankeschön, Gregor und Ben. Gregor. Ja, das war jetzt ein spannendes Duell. Als Nächste werden jetzt Anton und Kai, bitte. Anton und Kai antreten. Anton und Kai. Und dein Tipp, wir können ja jedes Mal so ein bisschen wetten. So. Wer sagst du, ist der bessere Baron? Ich kann nicht sagen, wer jetzt hier gewinnen wird, okay, weil das hängt von der Strategie mich an. Ich mach dir nie wieder ein Thumbnail. Also, nehme ich. Anton beginnt. Soll ich? Anton beginnt. Okay. Dann gucken wir doch mal hier. Oh, das ist ein Einserpasch. What? Oh! Fuck. Zeig's nochmal. Ist in der Tat Einserpasch. 1-0 für Anton. Hi. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass ein Pasch total unwahrscheinlich ist, ne? Nö. Also. Kommt schon vor. Zweierpasch. Hängt auf. Stark! Ist das nicht schlecht, nicht schlecht. Kai sagt übrigens von sich selbst. Von sich selbst, er sei eine Mischung aus MacGyver und Hannibal Lecter, sagt Kai über sich. Ah, ja. Hannibal Lecter sehe ich. Fuck. Glaubt ihm nicht, und es war? Ja. Es war die 63. 63. 2-1. 2-1 und Kai. Haben wir schon einen Ballwechsel gehabt eigentlich? Ich glaube noch nicht. Hast du schon was gesagt? Ich hab's akustisch. 61. 61. Wie er da auf Knopfdruck das Pokerface aufsetzt, ne? Der Kai. Nee, mach mal auf. Ja! Oh, gemeine Lüge. Sieg für Anton, 3-1. Damit ist Kai. Und an der Stelle, goodbye, Kai. Tschüssi. Anton ist eine Runde weiter. Eliminiert. Wahnsinn. Simon gegen Florentin. Bitteschön. Oh. Ja. Simon setzt den Gesichtsausdruck auf, als ob er schon verloren hätte. Ja, ich. Simon, kann auch eine Strategie sein. Nur verlieren. Es kann alles entweder passieren. Ich verliere oder ich schmeiß jemanden raus, den alle lieben. Nein, dein Vorteil ist, ich habe die Regel nicht verstanden, deswegen. Also, Simon beginnt. Würfelt als Erster. So, ich beginn's. Okay. 32. Das siehst du den Stress in wäre dumm, wenn es eine Lüge wäre. Da lüge ich oder was? Eins. Okay, 32. 61. Ah, es ist jetzt. Hoffentlich jemand. Der manipuliert mich, weil der kennt den Florentin ja ganz gut. Lüge. Wenn er sagt Lüge, dann glaube ich das. Ede ist Lüge. Danke auch. Oh, 61, er muss ja, man kann nicht niedriger als 32. Ich hatte 61. Ich glaub dir. Ja. 1-0. oder etwa nicht. Glaubst du mir etwa nicht? Florentin, wir können auch gerne die Slow-Mo sehen, aber ich dachte 61 gesehen zu haben. Okay, jetzt bin ich geeicht für deine Lügen und die Wahrheit. Ja. Jetzt weiß ich. Okay. Guck mich an. Muss ich dich angucken? 31. Ist okay, komm. Diese manipulativen Leute aus der zweiten, dritten Reihe hier. 31. Das sollte zu schlagen sein. Das ist schön, ne? Beide. Oh, ein Meier. Ja. Und er sagt es aber nicht mal, er hebt es ab. Genussvoll abgelegt. Ja. Dieses Wissen. Chapeau, gut gespielt. Schön gemacht. Ja, schön tolles, gespielt. Toll gewürfelt. Ich wollte kurz lügen, weil ich dachte, das ist aber voll wenig. Ich war kurz davor. Okay, ich bin wieder dran. Ja, ja, Simon ist dran. Ey, ich zittere wirklich innerlich. Ich bin innerlich komplett fertig jetzt schon. 41. Okay. Auch schaffbar. Nimm mal mit, über 41 zu kommen. Ja, also es ist der drittniedrigste Wert, den man überhaupt nur würfeln kann. Oh. ein
Fünferpasch. Manchmal habe ich Glück. Muss ich ihn ja callen, ne? Weil ich kann ja, soll ich einen Sechserpasch würfeln? Das glaubt er mir jetzt selbst. Du würfelst gut, du hast gerade schon ein Schweinchen gewürfelt. Eben. Oder den. Fünferpasch. Also Simon, er musste so lange überlegen, das kann doch jetzt nicht. Maxing, also ja. 21. Nee, ich darf es dir nicht glauben. Ich darf es dir nicht glauben. Was ist denn das? Und das hat Florentin meisterhaft gemacht. Ja, Meister. Dieses Zögern, dieses, ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Ja. Ja, was hättest du jetzt gewürfelt, wenn du jetzt den Sechserpasch würfelst? Ja, warte mal, ist Florentin ist dran, ne? Florentin. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, Florentin. Ich würfel nö. Okay. 2-1 steht, Matchball. Die 65. Du willst es wissen, ne? Ja, 65 ist so ein oberes Drittel, ne? Ja, musst du schon Pasch werfen. Musst einen Pasch haben, sonst. Nee, dann komm, das geht jetzt nicht, dass ihr hinter Oh, da wackelt jetzt Florentins untere Fassade. Er glaubt es mir ohnehin nicht. Weil, egal, was ich jetzt würfel, du glaubst es mir nicht. Du hast gerade schon hier Max Wechsel gewürfelt. Ich würfel noch. Ich gehe aufs Ganze. Zweierpasch. Gute Wahl. Ich muss aufdecken, weil du kannst ihn eh nicht schlagen. Verloren hast du so. Ist das jetzt umgekehrte Psychologie? Ist egal. Nee, ich glaub dir das. Ja, zu Recht. Oh. Das war jetzt nicht ganz so klug. Nur, sie sind gut zu mir. Dreierpasch aufwärts, kann das jetzt noch... Dreier, Vierer, Fünfer, Sechserpasch oder Meier? Okay, das ist jetzt... Okay, ist Maxchen. Also, das muss man zeigen, das ist kein. Nee. Aber ganz knapp. Das ist eine 3 und 1. Ist übrigens, dasselbe, was ich eben hatte. Achso, okay. Oh. Hast du gar nicht gewürfelt? Hast du gerade einfach nur geschoben? Aber 2-2. Was? 2-2, jetzt. Ich bin dumm, jetzt ich wusste nicht, dass schon wieder fünfte Runde hier. Okay. Hat Simon noch mal gut rumgerissen gerade? Ja, super. Wir können uns darauf einigen, wir können beide nicht lügen. Okay? Darauf können wir uns einigen. Ich glaube, dein Moment kommt noch. Das war eine Lüge. 43 ist okay, ist fair. Ist wirklich. Warum sollte ich niedrig einstarten? Das willst du nicht callen. Kann ja auch den drei ist unteres Drittel, oder? Der Punkte ist. Ja, hast du es ausgerechnet? Ungefähr. Vorhin haben sie es angezeigt, so im Chat. Da seht ihr es auch noch. Ja. Ah, da, ja. Ach so. Hier, kannst auch gucken. Genau. Beliebte Strategie ist auch. Ah, als nächstes nehme ich. Ja, das ist wirklich. Gleich beim ersten Wurf zu lügen. Auf den Zettel guckt. Ja. Ne, weil, warum sollte der Gegner dann denken, man lügt? Man muss ja nicht. 43 war das. Hast die Antwort auf alles. Womit lügst du dann? Genau. Etwas hohem? Ja, du kannst dann gleich... Ich hab'n... Das ist jetzt Schauspiel. Ich hab'n... ja. es ist ein bisschen dramatisch, jetzt blöd, aber ich hab'n Dreierpasch. Sorry, ich wollte es spannender machen, aber es ist... Sorry. Da ist ja wieder dieser blöd, Florentin, dieser... Oh, ich hab zufälligerweise... Ja. Ich weiß gar nicht, durch die Sendung wir können. Ja, du hast recht, okay. Ich glaub's nicht. Okay, dieser Wurf wird entscheiden. Oh, es ist einer, Ist tatsächlich Florentin. Simon ist raus. Florentin ist weiter. Das ist eine gute Strategie, er hat mit Absicht schlecht gelogen. Ne? Das ist Florentins Strategie sozusagen. Und dann auch der gönnerhafte Klatscher. Ja. Also sie haben es beide spannend gemacht, man konnte sie beide schlecht lesen. Übrigens ein kleines Foreshadowing auf die Beef-Staffel, kann ich schon mal sagen, was da Florentin für eine Strategie drauf hat. Oh. Das wird auch ein spannendes, also auf Augenhöhe fast im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin top motiviert und ambitioniert. Keiner ist sicher. Keiner ist sicher bei Last Bean Standing. Seid ihr bereit? Ja. Jetzt der junge Wilde gegen den alten. Da sind nochmal Routinier. Valentin beginnt. Bitteschön, Valentin. Gerne vorsichtig abstellen, damit nicht noch eine Manipulation passiert. Das muss ich. Ja, ich bin auch aufgeregt. Vorsicht beim Abstellen. Ich muss kurz überlegen, weil ich habe die Regel nur so halb verstanden. Ja, dann habe ich ja jetzt schon gewonnen. Oh. Auch hier stellt er sich dumm. Ganz naiv stellen, ne? Gemein. Gemein. Ede möchte jetzt schon wieder die Fairness des Spiels anzweifeln. Ich sage es dir, ich kenne diesen Blitz sehr, sehr. Gezinkte Würfel, Magneten unterm Tisch. Bevor wir weitermachen, ist das ein Prank? Also, wir haben den weltbesten Maxi-Spieler. 1-0 für Valentin. Alles noch drin. Schon eine andere Würfeltechnik hier.
Eine sehr gute Zahl ist, da will ich ganz vorsichtig sein. 63. Ja. Mhm. Ist so. Das glaube ich dir nicht. Fast in die Mitte gestochen. Glaubst du nicht? In oh, 63, 1 zu 1. Ja. Man denkt bei der 6 sofort, wahnsinnig ja, ja, ja. Ne? Die aber Kunst ist es, gut zu würfeln und schlecht zu lügen. Das hat er nicht sicher in irgendeinem Film gelernt. Ein Viererpasch. Viererpasch. Was machst du da? Im ersten Wurf. Das könnte jetzt das, was ich meinte, sein, gleich am Anfang lügen. Du würfelst erst Mäxchen und jetzt ein Viererpasch. Vielleicht auch nicht. Es gibt nur drei bessere Würfe. Das ist es ist das Viererpasch. Hätte ich aber auch versucht, weil. 2:1! Schwer ja zu toppen, Viererpasch. Ja. Wow. Ja, du, meine Strategie ist es immer zu grinsen. Dann checkt man gar nichts. Weil du, so wie du würfelst, brauchst du keine Strategie. Das stimmt. Ich mache das seit 4 Jahren. Ja, stimmt. Du hast schon mal gut gewürfelt. 53 ist jetzt wieder statistisch wahrscheinlicher, ich wieder nicht, dass du besser bist beim 53 nächsten Wurf. 53 glaubst du mir nicht. Ja, glaubst du nicht. Das ist doof. Mann! Ja. Wieso? 2 zu 2. Na, 2 zu 2. Oh, jetzt geht's um alles, ne? Entscheidung. Oh, ich kann nicht mehr grinsen. Scheiße. Wann ist sie? Wenn du morgen was vorhast, sag's halt einfach. Moment, es steht 2 zu 2. Ich glaube, wir sind morgen noch hier beim Max. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Ja, ich bin aufgeregt. Alle, ja, ja, ist schon. Huh. Ja, ja. Jetzt habe ich meine Zahlen vergessen. Das ist. Also wirklich, ihr lenkt mich ab. Smart. Oh, da hat sie Würfel gedreht. Was mach ich jetzt? Die Zahl. Ja, würfel nochmal einfach. Ja, sorry, ich würfel nochmal. Oh, na das ja, war naja. Leise. Ich bin nicht so der. Gönnerhaft von Ede. Weil, was, wenn es ein niedriger Wurf war, genau. Ja. Oh, jetzt hast du was gesehen. Eine 41. No, das, ja, also, ist doch, das ist doch nett. Das ist jetzt. Das wird spannend jetzt. Weil das wäre das. Nee, die waren aufeinander. Es ist die gleiche Zahl. Die gleiche Zahl. 52. Gleiche Zahl? Achso, wie eben. Nee, die waren nur so. Ja, ja, okay, gleich. Okay. 52. Das ja darf er nicht anzweifeln. Das soll er machen. Ein Zweierpasch. Ach komm schon. Der kommt aber gerade belegen, ne? Das ist jetzt natürlich fies. Nur 5 Würfe können noch höher sein als das Zweierpasch. Also ich muss gucken, was alles besser ist. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Es gibt nur 5 Würfe, die besser sind. Mhm. Ich hab's ja auch hier. Boah. Oh. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Das könnte Ede zur Legende machen, ne? Könnte Ede zur Legende machen. Für den Raten eine hohe Zahl zu würfeln. Dreierpasch. Dreierpasch, Mensch, so knapp drüber. Das ist clever. Oh Gott. Ich zieh das durch mit dem. Ich glaub dir nicht. Ja? Dann deck auf. Ah, nee, das ist so selbstsicher. Aber muss ich jetzt, ne? Ist es ein Dreierpasch oder nicht? Ah! Oh. Oh. Kann ich nochmal. War es ein Zweierpasch? Ich meinte ein Zweierpasch, ja, ich hab nicht gelogen. Und das hier ist Valentin in der nächsten Runde. Eddie könnte noch mit der Second Chance kommen, aber an der Stelle erstmal raus. Ja, so krass ist es. Das ist wirklich so Elefantensterben. Es geht weiter. Booty, bitteschön. Muss man sagen. Und wird. Das wird auch beide, weil beide sind sehr ehrgeizig. Beide Konkurrenten, die jetzt kommen. Ja. Aber geben sich locker und entspannt, so Best-Friend-Vibes kommen da so rüber, ne? Aber in Wirklichkeit ist es. Guck doch mal auf die Regeln. Ja. Also es gibt kein Semi-Meier, ne? Also die 31? Nee, keine Sonderhausregeln. Seid ihr bereit? Jo. Okay. Wie, hast du dich gerade gedehnt, Alter? Einmal knacken lassen. Ja, und ich finde, man sieht wirklich ganz gut. Es ist nicht zwingend ein Riesenvorteil, wenn man das Spiel schon 1000 Mal gespielt hat. Weil du weißt nicht, was der Gegner macht. Oh. Okay. 51. Ja, also das ist jetzt wieder so ein niedriger Einstieg. Da sagst du nicht, da gehe ich schon nach Hause. 52. Das macht das schön, das macht das schön. Okay!
Ich habe übrigens im Vorfeld gefragt, von wem fürchtest du dich am meisten? Wirt wurde am häufigsten genannt. Ja, das ist, wenn wir uns einfach alle immer glauben. Angstgegner von allen. Na, irgendwann geht's nicht mehr höher. Nee. 62. Bei 51, 52. Er guckt 62. Und es sind 62. 1-0 für Wirt. Jetzt ausprobieren. Auch hier ist quasi so die goldene Mitte gewesen. Mhm. Hätte man eine 50-50 Chance, das hätte ich einfach drüber zu sein. Ja. Ja? 41. Ja, nehme ich. Ah, oh, ja. Ich kann Valentin voll verstehen, der ist aufregend, ne? Mhm. Das ist schön. Alle zittern hier, das ist richtig krass. Bis auf, ihr seid Ben die ersten beiden, die nicht zittern. Simon hat auch nicht gezittert. Mhm. Ah, ich glaube, Simon hat ein bisschen nach innen gezittert, ne? Was hattest du nochmal? Weiß ich nicht mehr. 41 oder 42? 41. 41 hat er gehabt, ja. 51. Okay. Ja. Vierer Pasch. Ja, nehme ich. Ja? Nimmst du? Das ist natürlich. Das ist, also, das ist jetzt ein Spiel mit dem Feuer. Oh. Aber klar. Alter, nee. Puste mal. Das ist jetzt keine Salami-Taktik, das ist, da wird die ganze Wurst abgeschnitten gerade, ne? Das hat Buddy quasi gemacht. Bisschen doof auch. Das kann eigentlich, also rein statistisch. Sechser Pasch. Nein. Nein, du hast keinen Sechser Pasch. Deck auf, 3, 2, 1. Wahrscheinlichkeit. Ja. Punkt für Buddy. 1-1, ne? Schön wäre es gewesen, wenn es jetzt ein Maxi gewesen wäre. 1-1 und Wirt wieder, genau. Okay. Schlecht gepustet. Punkt für Buddy. Oh! Gut, danke. 53. Nämlich. 61. Nämlich. Gut. Ja, jetzt 62, 63 oder ein Pasch. Mhm. Das ist so dieses, Getröppel, ne? Da weißt du, wenn ich. 65. 65? Stimmt, die gibt's ja auch noch. Du hast so schnell reagiert. Ah, ja. 1 zu 1. Ja, ja, 65. Das ist hoch schon, ne? Das ist hoch. Okay, in die Liste ist es ja weit oben. Ja. Ja, es gibt nur noch die Paschs und der Meier. Ja, aber ich muss machen. Muss machen. Mhm. Schön Pasch machen jetzt einfach. Ja. 44. Schon wieder? Ja. Glaub ich ja nicht. Shit! Ja! Ja. Ah, das ist 2-1 für Wirt, aber noch schön alles drin. Puh. Schön gemacht von Wirt. 41. Hm, okay. Habe ich schon dreimal 41 gewürfelt? Kann das sein? Ja, ne? Ist richtig, ne? Vielleicht, wir wissen es nicht. Er muss es ja nicht aufdecken. Pusten? Kuro, komm her, puste mal. Ich mache. Okay. Taxis stehen vor der Tür. Was war es nochmal? 41. 51. Ja, schon wieder? Das ist jetzt genau das jetzt. Da muss der Buddy mal einen raushauen. Vielleicht auch mal in der ersten Runde dann direkt. Maxian! Oder einfach mal Glück haben. Ganz genau das Ausgleich. Jetzt haben wir sehr auf die fünfte Runde, ne? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. 4, 5. Ja, ich fange. Alter Falter, ey. Schon wieder 2-2, ne? Ja, immer 2-2, ja. Hauptsache. Nice! 3-0. Maxian, ist gut. Aber sie machen beide die gleiche Taktik? Hm? Sich langsam hochjatzen. 71, oh, diese Lache, Alter, ey. Was? 65. Oh, okay. Ja, doch. Oh, ja. Ja, kann sein. Ja, ist zu quatschig, das aufzudecken jetzt. Kann alles sein. Ist zu quatschig. Glaub ich ihm einfach. Das ist natürlich jetzt fies. Glaub ich nicht. Ich glaub's nicht. Direkt oder was? Sofort? Ja. Deck auf. Was heißt das? Egal, was ich sage, glaubt ihr nicht. Ja. Hä? Was ist das für ein Regel-Dix? Naja, also ich kann sagen, was ich will, ist egal, ob ich jetzt, also Maxin wäre geil jetzt. Maxin wäre richtig geil jetzt. Ich möchte sofort aufdenken. Was sagst du? Und? Erstmal musst du was sagen. Ja? Ja. Okay, ein Sechserpasch sag ich. Ist nicht. Ich wollte Maxin sagen, aber darf ich ja nicht. Ah! Oh. Was ist wirklich ein Maxin? Zeig's. Ja, oh. Schön. Sleeping Style. Ja, okay. Unglaublich, die 41. Alter, Rudi raus. Und wir wissen nicht, wie häufig die 41 gestimmt hat vorher. Ja, das stimmt. Johanna, bitteschön.
Ist nicht mehr da, ist schon los. Und Ricardo. Ah ja. Dieses langsam Hocharbeiten ist, glaube ich, nicht immer, ne? Man muss manchmal auch am Anfang mal richtig ein Hardcore. Im Unterricht. Johanna, wie abgesprochen alles, ja? Ja. Okay, gut. Johanna beginnt. Oh. Auch hier Best of 5 und erfahrungsgemäß wird es gleich 2-2 stehen. Johanna sagt von sich selbst, ich bin ein Glückskind, hab immer Glück. Größte Stärke, Glück Kippe. Haben. Jesus. Das war schon wieder Glück, ne? Second Chance. 63. 63 sagt. Wir Johanna. Fangen leicht an, okay? Ja. Diese Liste hat sich schon bewährt gemacht, auf jeden Fall für ihn. Dreierpasch. Dreierpasch? Das ist kein Dreierpasch. Aufdecken, Johanna. Es ist kein Dreierpasch. Es ist die 41. Das ist wirklich hier eine sehr beliebte Würfelzahl. Sechserpasch. Och, halt doch deinen Schnabel, ey. Kannst du nur anzweifeln. Aber muss ich natürlich, ja. Es ist, wenn du in der ersten Runde lügst, du Schwein. Das ist die zweite Runde. Das ist die zweite Runde. Das ist deine erste Runde. Kannst du mal kurz gucken, ob es das wäre? Weil ich nehme es natürlich an, weil erste Runde. Hä? Was? Wie? Nein. Wenn es nicht ist, ich decke die sofort aus, weil ja. Ich brauche ja natürlich einen Max, klar. Aber wenn das gelogen war. Ich bin jetzt gespannt, wie sie Max jetzt lügt. Also, wenn sie jetzt wirklich. Ja. 62. Aber kannst du auflösen, Ricardo? Kannst du auflösen, ob es das war? Du kannst gerne sagen, ob du einen Sechserpasch hast. Es war ein Sechserpasch. Scheiße, hab ich mir. Ja, kannst du nicht viel machen. Insofern. Das könnte eine Lüge sein. Aber du hast sogar nachgeguckt. Nee, ich hab nicht wirklich geguckt. Achso. Die Wahrscheinlichkeit zu verlieren. 1 zu 1. Ist dann Johanna sehr wieder. Hoch. Ja. Zweierpasch. Glaube ich nicht. Dann. Deck auf. Es ist ein Zweierpasch. Ja, das 2 zu 1. Also Glück. Ich hatte Glück, ja, mein Gott. Ja. Na, ich bin gut im Würfeln. Sie hatte Glück. Sie, ja, wer möchte da widersprechen? 32. Ja, gerne. Ja, sag ich gerne. Ja. So, jetzt mal was Hohes raus. Direkt lügen. Das kann man mal probieren. Einfach direkt. 62. Das ist so schön in der Mitte, genau in der Mitte der Wahrscheinlichkeit. Was sagt ihr? Soll ich. Publikumsjoker! Vor drei! Lüge! Vor drei! Das ist die Kraft der Freundschaft! Ich glaub's nicht. Er glaubt es nicht! Und muss aufdecken. Und damit ist Johanna weiter, denn ja. Das war eine 2 mit einem 3-1. Ja. Danke, Ricardo! Ja. Johanna ist eine Runde weiter. Vielen Dank, die zweite Chance. So. Melis und Leonie. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier erleben werden. Seid ihr bereit? Ja. Alles verstanden? Ja. Okay. Bitte schön, Leonie. Okay. Ich kann sie beide überhaupt nicht einschätzen. 43? Yes. Oh. Mein Herz. Das glaube ich dir. Same. Danke. Schön. Auch der Trick ist eigentlich immer so zu tun, als ob man lügt. Ach so, willst du es jetzt schon verraten? ja, das muss man sagen. Das war das Erste. Okay, ich deck mal auf. 64, sie glaubt es nicht. Ich glaube das nicht. Es ist aber eine 64. Ja. 1-0. 1-0 für Melis. Bin ich da? Ja, okay. Vielleicht hätte ich dich doch nicht unterbrechen sollen. Du wolltest ja gerade verraten, was dein Trick ist. 1-0 okay. Für Melis. Alles okay? 53. Ja, kann man. Ja, 61. Oh, also ein bisschen schnell, ne? Sorry. Richtig gute Zahl. 61. Mhm. Ich glaub dir. Cool. Danach war das ganze Kind. Keiner traut mehr irgendwem. Kannst du noch bei Jochen? Haha, 64. Ja. Ah, das ist nee, nicht schon wieder. Glaubst du nicht? Nicht schon wieder. Was? Oh. Ja! Gut.
gut gespielt von Nils. Auch authentisch diese Freude beim Aufdecken, ne? Dass ja. Du wirklich weißt, ich habe jetzt gewonnen, wenn sie es nicht nimmt. 52. Ja, beim ersten Mal aufzudecken ist natürlich, ich glaube dir. Hab ich's gesehen? was hast du nochmal? 52, ja. 52? Ja, klingt gut. 54. Das ist Matchball für Menis, ne? Es steht 2 zu 0 hier. Oh, und sie glaubt es. Ja, das ist echt spannend. Die 9 mal klugen. Kann man auch glauben, weil wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit hier mehr zu würfeln ist höher als die weniger zu würfeln. 64. 54 hast du gesagt. Ja, 54 hat sie gesagt. 54. Zweier Pasch. Ja, shit. Es ist kein Zweier Pasch. Damit 3 zu 0. Danke dir, Leonie. Das war der erste zu Null-Sieg. Menis kommt weiter. Leonie darf natürlich beim Boden schätzen. So, das war das erste Mal, dass wir so ein klares Ergebnis gesehen haben. Jetzt steht das Duell Lisa gegen Lisa an. Bitte schön. Wer fängt denn an? Es geht ja ums Meiern immerhin. Deswegen, oh, stimmt, du hast absolut. Lisa Meier fängt an. Bitte schön. Okay. Hast du schon mal gespielt? Ja, klar. Scheiße. Aber nein. Das war eine richtig schön freche Antwort. Fangen wir mal einfach an mit einem Sechser-Pasch. Ja, einfach mal machen. Ja, das musst du aufdecken. Ja, das, man kann auch zu Anfang lügen. Wenn ja, aber das ergibt ja keinen Sinn. Ich kann ja nur noch mit dem Maxchen schlagen, oder? Ja. Stimmt. Ist aber ein Sechser-Pasch. Ja. Zeig's nochmal, kurz Kamera, was wir zusammen gesehen haben. Genau, sah ein Sechser-Pasch. Ja, das musst du direkt nach Hause holen, das ist klar. Das ist, Das hätte ich jetzt auch gerne. Ja. 42. Okay, glaube ich dir. Ja. Ich versuche hier meinen Namen alle Ehre zu machen. Nochmal ein Sechser-Pasch. Wenn es jetzt eine Lüge wäre, wäre ich beeindruckt. Ich kann ja jetzt nur noch aufdecken oder ein Maxchen würfeln, ja. Oder nicht? Also es ist egal, also würfel ich, weil ich ja eh keine... Ich verliere oder ich mache einfach nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was sind die Möglichkeiten? Entweder sie lügt... Dass sie zweimal nacheinander und einen Sechser-Pasch. Aber das bringt ihr doch nichts. Nee, ich würfel jetzt ein Maxchen. Okay. Ja, ja. Schade. Ist es nicht. Das müsste ich ja eh aufdecken sofort, ne? Ja, also... 2 zu 0. Oh, oh Mann! Ich bin wenigstens eine Runde gewinnt. War es eben Sechser-Pasch? Nee, sag ich nicht, sag ich nicht. Ja, das macht's richtig. Bloß ja. Nicht sagen, ob du oder nicht. Ich muss meine Taktik hier verraten. Ist jetzt kein Sechser-Pasch. cool. Glaubst du das? Aber 62. Da muss ich ja drüber gehen. Ja. Oder hast du die Frage? Was ist da los? Ich mag das. Ich mag das, ja. Ich bin ein Zweier-Pasch. Okay, Lisa jetzt bemüht sich jetzt ganz, ganz ernst. Rein. Baut sich hier spannend auf. Ja. Ich glaub dir einfach mal. Ah, das ist jetzt ja. Sehr, also wenn sie wieder mit dem Sechser-Pasch kommt. Das ist jetzt neue Runde, ne? Nee, ich muss jetzt höher werden. Höher als ein Zweier-Pasch. Dreier, Vierer, das wünscht ja, das Sechser-Pasch oder nicht. Ja, dann nehmen wir doch mal einen Dreier-Pasch. Das ist nicht. Das ist aber mein Zweier-Pasch. Ja, das ist das Gemeine. Aber 2 zu 1. Bei gleichem Pasch musst du halt, also bei gleicher Zahl musst du halt höher. Musst drüber kommen, ja. Drüber kommen, ja. So 61. Okay. Hart. Ja, immer diese Mittenwürfe, ne? Die so, oh, ja, auch gleich zum Anfang. Ja, genau. Scheiße, warte. Spannung. Verdammt. Maxchen. Oh. Oh. Damit hat Lisa gekriegt. Haben sie gut gemacht. Lisa war richtig. Handjet war richtig. Ich fand die, die Meier waren ja richtig tough. Also ja, ich habe auch Angst bekommen. Du möchtest nicht als Feindin haben. Nee, eben. Muss ich anfangen? Alles verstanden. Das ist Marika aus der Buchhaltung. Ist egal. Schon mal gemeiert. Vitus, unser Redaktionspraktikant. Vitus ist auch eine ganz coole Socke. Also, ich bin mal gespannt. Ich google mal, was seine Ängste sind. Haben wir ja alles hier schriftlich. 53. Ja. Marika natürlich aus der Buchhaltung hat vielleicht zahlenmäßig so einen gewissen Vorteil. Vielleicht auch nicht.
54. Das ist so lame, dass es wahr sein muss. Und das war's, 52, ne? Ja. Decken wir auf. Und damit. Okay. Zur Not für Vitus. Marinka beginnt. Lag ich voll daneben. Nehmen wir mal 31. Das glaube ich 31. dir. Ja. Also ziemlich jeder Wurf. Es ist der niedrigste Wurf im Spiel. Und jeder Wurf höher ist. 42. Sechserpasch. Dann würfen wir mal einen Wechsel, ne? Ich glaube, ich hätte angezweifelt. Ja. Ja, das bringt was. So ein neues Ding. CSA. Ist es nicht. Ist es Punkt für Marika. 1, 2. Ja, Marika sagt von sich selber, dass ihre größte Stärke Ruhe und Gelassenheit ist. Mhm, ja. Und das, glaube ich, kann man hier ganz gut sehen. Ja, und sie hat nur Respekt vor ihrer Mutter. Auch, oh, das ist schade, dass sie nicht vor ihr steht hier. Ja. Arme Vitus. Scheiße. Warum deckst du denn auf? Ja, ich weiß nicht. Ich kann mal ausprobieren. Aber, ja, das war... für Vitus. Warum deckt man das auf? Was, das ist, als ob du ein Mäxchen hast und sagst, das glaube ich nicht. Also nur in die... Ne, du, ja. Hat keinen Sinn ergeben. Ich dachte, das ist okay. Vielleicht verstanden, was ich sage. I feel you. 31. Vitus ist ein 31er, ne? Oder nicht? Du bist aufgedeckt. 61. Matchball für Vitus hier. Gleich so hoch? Mhm. Hm, glaube ich nicht. Alter. Oh. Es ist 61. Damit ist Vitus weiter. Weiter. Ja. Danke, Marika. Ein fair spielendes Team. Kuro und Miriam T. Oh. Ja, ja. Regeln verstanden? Alles klar? Schauen wir mal. Kann es auch hier nicht einschätzen. Ich darf anfangen, ja. Geil. Miriam, die bei uns so im Artist-Management tätig ist. Und Kuro, den wir natürlich von Game 2 kennen. Man sieht es an seinen Farben. Können wir es mal wiederholen, weil das war sehr hochgedingst. Und ich habe einmal kurz drüber geguckt. Deswegen. Okay, einmal nochmal wiederholen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber mach was. Fairness, noch mal. Einmal nochmal wiederholen. Toll. Wenn ich jetzt natürlich ein Mäxchen hätte. Ja, genau. Sie haben die Zettel, deswegen das ja nochmal gesagt, mit den Werten, also was es überhaupt alles gibt und wie das gerangt ist, vor sich 53. Liegen. 53, das ist gut gelogen. Ja. Also das stimmt. An, ja. Ja, gibt keinen Grund, das anzuzweifeln. Ne? Weil das, nur, das wäre eine schlechte Lüge. Sozusagen. Ja. Also. 61. Mhm. Sehr schön. Das kommt dir natürlich. Ja, ganz langsam, ne? Und denkst irgendwie, es kann nicht immer so weitergehen. Ja, kommt dir sehr gelegen. Oh, das ist die 61. 1 zu 0 für mich. Danke dir. Bitte. Und Kuh, bitte. Das auch. Oh, Fünferpasch. Sicher. Ich. Willst du noch mal gucken? Ich glaube, also es, ja, es war. Ja? Ja? Also wenn das jetzt nicht irgendwie weggedingst. Okay, nehme ich an, ja. Oh, also Sechserpasch oder Mäxchen? Also Fünferpasch oder Sechs, das würde ich nie annehmen, egal wie gut ich das ist. Kannst du nicht toppen. Ja. Wenn ich nur lang genug würfel, dann kommt es auch. Ja, das ist das Schlimme, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was Besseres bei rauskommt, so niedrig ist. 21. Mhm. Das müsstest du sofort aufdenken. Das ja. Und da erkennt sie. Wie kann man denn so dumm sein? Und jetzt, wenn sie es jetzt gehabt ist hätte, nicht. Ja. Wäre das natürlich gut gewesen. Miri, du beginnst nächste Runde. Ausgleich. 1 zu 1. Oh. Faires Duell. Das hast nicht du zu entscheiden. 32. Absolut, nämlich. In
entspannt, ja. Ja, aber jetzt können beide noch ein bisschen so die Politik der kleinen Schritte 63. verfolgen. Weil es steht eben hier gerade eins. Auch Kuro ist übrigens Angstgegner von vielen genannt hier, von den Teilnehmern. Ja. Glaube ich dir nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, er sieht so dann deck nett auf. Aus. Aber. 2 zu 1. Nächste Woche. Das hat immer so die Sache. Ne? Lohnt es sich mit einer Zahl wie der 63 auch zu holen? Ja. Wir waren da. 43. Okay. Was ablegen, wenn man so drunter ist, ist schwierig. Ne? Was habe ich gesagt? Ja. Ja, ne? Naja, ich würde jetzt nichts Niedrigeres sagen. Ja, ja. Aber ich guck trotzdem mal. Okay. Was? Das ist doch. 51. Was hast du nochmal gesagt? 51. Ja. Das ist zwei Zahlen, nicht? Wer wird jetzt? 2 zu 2. 1, 2, 3, 4. Miri beginnt. Okay. Oh. Das wirkt so ein bisschen wie, hat ein bisschen Beliebigkeitsfähigkeit. Ja, ja, ja. Ne? So. Haben die noch nicht so steht Spaß zu Spaß. Ja. Ich würfel nochmal. Hat sie drunter geschaut? Ja, sie hat nicht drunter geschaut. Achso. Das sind die seherischen Qualitäten. Die hier natürlich. 65. 65. Also, Pasch. Aufwärts. Hast du da nochmal die Liste? Pasch. Oder Maxien. Die ja, komm, gehen wir aus Maxien, ne? Okay. Und schon, wenn, wie dann die Titanic, ne? Und yes. Viel glorreich. Dass auch noch niemand einen Pasch gewürfelt hat, ne? Das muss man auch sagen. Allein das ist ja schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Oh, das ist aber richtig Maxien, Das ist super Maxien. Das ist Maxien? Ja? Maxien muss auf. Sind dann auf noch zwei Würfel gespawnt. 64. Kein Pasch hätte es natürlich noch bluffen können, ne? Oder checke ich gerade was nicht? Nee, es ging ja noch so, ne? Maxien. Oder? Nee, Pasch, jeder Pasch wäre auch drüber gewesen. Ah, ja. Über so, und das erklärt auch, ja. Warum das. Ja, es war ein Duell der Sorglosigkeit. Es war, ein, ja, es war etwas. Ehrlich, ja. Das Blaue gewürfelt. Ja. Miri, dich sehen wir wieder in der nächsten Runde. Danke, Kuro. Das war ein antiklimaktisches Ende. Sia und Bianca. Bianca, Sia, falls ihr jetzt zu Hause reinschaltet. Ja, 3 Stunden meiern, wir meinen es ernst. Yeah, yeah. Bereit? Bianca beginnt. Bitte schön. An den Regeln finde ich gut, ja. Einundsechzig. Nee, das glaube ich nicht. Oh. Dann ja, deck auf, es ist 61. Ja, ja, ja. 1-0. Und es geht fahrig ja, weiter. Die nächste Runde. Ja, kann man machen. Kann man machen. 7. Wenn das Überlegen jetzt gestellt ist, dann ist sie gut. Ja, dann ist es sehr, sehr gut. Ja. Niemals. Ja, ja, das war scheiße. Ja, 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 leider war es dann leider. Ich meine, es ist Speedrunner. Ja. Er kennt die Tricks. Aber es war so lange, dass man dachte, vielleicht ist es schon wieder genial. Ja, dann wäre es genial gewesen. Ja. 2 zu 0 für sie, ja. 52. Mhm. 53. Oh, Leute. Ich glaube, es ist gut, wenn man immer so tut, als ob man überlegt. Ja, ja. Oder? Ist das das hat Florentin hier reingebracht, die Strategie. Es ist immer mit Absicht schlecht lügen. Ja. 54. No. Das wird ein langer Abend. Das glaubt man nicht. Ja. Und da hat sie direkt aus der ersten Runde gelernt, ne? Und hat das jetzt schön so gekonnt als haha. Sie.
Ich tue so, als ob ich den gleichen Fehler nochmal mache. 54. Da denkt sie jetzt, kann das sein? Kann das sein? Ich hatte 54, er jetzt wieder, aber sie nimmt den Becher an. Kann man an Paschwürfeln, ne? Kommt irgendwie etwas selten vor. Das ist wenig Gepasche, ja. 63. Vielleicht einfach unglaublich gut gespielt. Jetzt, ja, ja, oder? Vielleicht. Das ist nämlich Poppen. Es ist ein böses Spiel. Ich glaube ihr diesmal. Okay. Ja, 63, ich meine, das kann man schon schaffen, ne? Ja. 64. Nintendo. Naja, eigentlich glaube ich es nicht. Ja, okay. Sie gucken sie an, 61 wäre es gewesen. 2 zu 2. Da wäre ich wahrscheinlich mit dem Pasch jetzt einfach besser bedient gewesen. Ne? Druck aufbauen, sagen. So, oh, Dreier Pasch. Oh! Maxchen! Und damit ist es entschieden. Maxchen, Bianca. Bianca ist weiter. Sie hat noch die Chance, über die Second Chance reinzukommen. Danke euch beiden. Bianca weiter. Janis und Katha. Janis und Katha, bitte. Oh, schau dir das mal an. Regeln sind klar? Gehst wie gut kannst du würfeln? Werden wir sehen. Okay. Oh. Ja. Das sind so die Street Fighter-Momente, ne? Also das Interessante ist natürlich, alle Mitarbeiter immer in so einer Drucksituation zu sehen, was das eigentlich so für Charaktere sind. Ja, absolut. Wir lernen ganz, ganz viel, was wir noch gegen sie verwenden. Richtig. 51. 54. Glaube ich nicht, aber kann ich drüber. Einer Pasch. Gut gelogen, wenn das glaub gelogen war. Ha! Oh! Nicht gelogen. Janis. Nee, Janis ist dran. Janis steht. Puh, ja. 51 again. 2er Pasch. Absolute Oberlüge. Oh. Wunderbar, wunderbar. 1-1, Katha. Vierer Pasch. Vierer Pasch. Lügen, ey. 5er Pasch. Korrekt. Ja, aber oh, aber einer Pasch. Ja, mies. Aber Punkt für Katha, 2 zu 1. Sollte man das machen? Mit dem einer Pasch in Pasch legen? Ich meine, jetzt verliere ich raus, ne? Sie hatte doch auch schon. So kann man zusammenfassen. Ach so. 53. 61. Wo? Was lachst du so? Da höre ich ein Pfeifen nur von dem Caster. Okay. Ja, der Janis hat schon so ein bisschen so eine Badass-Ausstrahlung. Oh. 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 Ja. War richtig. Aber man merkt 2 zu 2, Matchball abgewehrt. Katha. Jetzt entscheidet so sich. Bisschen. 61. Mhm. 62. Oh. Oh. Würde ich dich anlügen? Ja. Ja. Aber ich glaub's dir. Shit. Hast du das gerade mitbekommen? Das war gerade psychologisch meisterhaft. Glaub ich dir nicht. Scheiße. Ja, Mann! Was für ein Aufholjagd! Janis ist weiter. Vater, vielen, vielen Dank. Janis hat es geschafft. Krogi! Krogi und Sam. Ja, schon gut. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Steht. Ja, grüß dich doch erstmal. Grüß dich. Hallo, na, wie geht's? Na, ist eine Rock'n'Roll-Erfahrung hier. Ey, wir haben uns schön farblich abgesprochen. Ey, Regie versucht gerade Farben nachzuregeln. Sam meiert gerne. Sehr gut. Täglich. Mehr gemeiert, als sie gemüllert hat.
Beides, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ja, auf jeden Fall. Du bist ja mehr Bäcker als Müller. Das ist aber richtig, danke schön. Schuster, bleib mal dein Leisten. Sagst du gerade, ich arbeite bei der Müller-Frau? Nein, das ist gut. Also, was ganz Verwerfliches ist. Wollen wir auch noch eine Runde spielen oder macht ihr euer Stand-Up-Programm? Sonst würde ich sagen, Krogi, bitteschön, ja, du musst gleich die Hände hinterm Rücken machen. Ist das nicht Chatwell hier? Wo bin ich? Nerdquiz? Keine Ahnung. Das ist, ja. Gut. Sorry. So fängst du an. Ja, sorry. So fängst du an. Was soll ich denn machen? Mach doch mal chillig oder so. Was hast du gesagt? 63. 64. Also Krogis Skill kenne ich ja. Er kann alles warum richtig geil finden und damit auch jeden Wurf, egal was er für ist. Das ist jetzt echt gemein. Ja, ja. Er leuchtet immer. Er findet immer alles. Es ist eine 63. Ja. Ah, fies. Deswegen Mathe, weißt du? Ja, ja. Mathe. Das war fies, weil dieses Nachfragen, Moment, ich glaube, ist natürlich Mathe. Trügerisch, wenn du dir. Und manchmal ein Indiz dafür, dass du vielleicht das Gleiche geworfen hast. 42. Mhm. Er freut sich schon richtig, egal was er will, er freut sich drauf. Mhm. 54. Ja, das musst du jetzt. Das musst du überwürfeln. Weiß ich nicht ganz genau, aber. Ich auch nicht. Weiß man nicht. Ich kann halt keine Zahlen lesen. Ich hab halt. Das große Latinum, ich hab keine Ahnung. Dreierpasch? Dreierpasch. Ja, das kam zu. Ja, es ist leider. Meistens ist man ja irgendwann im Zustand, wo man keine Ahnung mehr hat von diesem Spiel, wenn man das normal so regulär spielt, weißt du? Ja. Dreierpasch hat sie gesagt. Das sind zwei Dreien. Sind's aber nicht. Sehr gut. Mathe! Nicht schlecht. Ja, aber kannst du ihn natürlich mal werfen, ne, so ein Pasch. Ich hätte es dir geglaubt. Ja. Gut gelogen. Ich weiß nicht, ob du 64. Das wäre so ein Wurf so richtig. Ja, das obere Drittel an Anfang. 65 oder Pasch. Ja. Vierer Pasch. Ja. Gut gespielt. Zweimal kannst du es nicht pokern. Ne? Ja, also, warum lachst du selber jetzt? Oh nein. Ja, ja. Das war gut. Ja. Hast du nicht gelacht? Ja. Oh, das ist einer. Stark. Damit 2-1. Sam beginnt. Schließt sie auf. Gut. 2-1. Für Krogi. Wir werden auch schon jetzt betrunken. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass wir hier oben so gemütlich sitzen. 61. Mhm. In der Kommentatoren-Lounge und nicht da unten stehen und schwitzen müssen. Also aus Panik, sondern nur, weil die Scheinwerfer so heiß sind. 64. Nee. Ich glaube nicht. Nee? Warum nicht? Ich glaube nicht. 2-1 für Krogi. Ja, Krogi hat sich gerade. Dann hat er gewonnen. Ja. Scheiße. Aber ich glaube nicht. Es ist auch keine 64. Ja. Ich habe gerade auch gedacht, Krogi hat sich so zusammengenommen, da ernst zu bleiben. Das ist so wirkte wie. Ja, Krogi, jetzt geht's um alles. Bewusstes Pokerface. Okay. Aber guter Farbgeschmack. Haben wir beide, ne? Ja, ja. Cool. Das stimmt. Wir könnten direkt eine Band gründen. Wie würde die Band heißen? 62. Pink Flamingos. 62 hat er gesagt. Ja, das liebt er, ne? Würfel doch nicht immer so hoch am Anfang. Beginnerslack. Mach dich vielleicht auch nicht. Wieso darf er eigentlich dreimal? Entscheidende Runde übrigens, die wir jetzt hier gerade spielen. 64. 64? Jetzt kommt er wieder mit Mathematik, ne? Oder 64, nee. Nein! 52, 3-2, Sieger Krogi, Sam hat noch eine zweite Chance. Aber an der Stelle ist es. Krogi muss man immer rechnen, und ne? Ja. Thaddäus. Das wird ein spannendes Duell. Ich glaube, Thaddäus hier natürlich so ein bisschen der Kandidat der Herzen für viele, glaube ich, die hier arbeiten. Ich kann hier nur verlieren. Das stimmt. Ich kann hier nur verlieren. Aber du fängst auch an. Warum? Carsten fängt an. Da habt ihr nochmal die Werte vor euch. Also wenn ihr nochmal nachgucken müsst, was ist höher, seht ihr es dann nochmal. 63. 63. Also 64, 65, 2 Einsen, 2 Zweien, 2 Dreien, 2 Vieren, 2 Fünfen, 2 Sechsen und Maxi. Da hat die Backe gezuckt. Rechts. Hast du es gesehen? Die hat so nervös gezuckt. Wessen Backe? Von Carsten. Carstens Backe? Ja. Oh, stimmt aber. Ah. War die Freude über die 63. 1-0. Entschuldigung.
Das ist gut, dieses Nachdenken. 51. Hm? Ja, das ist ganz schön schlimm. Ja, er kennt, also mit Zahlen kennt er sich hier aus, ne? Er weiß auch, wie man gute Miene zum bösen Spiel macht. Also das 62. 62. Was ein Zufall. Guck dir diesen bohrenden Blick von ihm an, ne? Guck dir diesen Blick von Carsten an. Glaube ich nicht. Aber war eigentlich weniger, ne? War weniger. Deswegen müssen wir da sagen, müsstest, hättest drüber gehen müssen, deswegen zweiter Punkt für Carsten. Ja. Stimmt, ja, Carsten ja, ja, ja. Ich hab kurz gedacht, ob ich falsch gehört habe. Na gut. 54. Ganz eigene Würfeltechnik natürlich auch. Ja, so. Vierpasch. Glaube ich nicht. Dann leg auf. Es ist es. Es ist es. Natürlich. Auch schön nachgedacht, ne? Ja, also. Auf jeden Fall. Geht da doch nochmal was. Er hat die Eingebung gesucht an der Decke und hat sie offensichtlich gefunden. Na, da wieder, da so. Mhm. Thomas ist da oben. Ich muss auch die Lampe reparieren. Er ist unser Hausmeister. 53. 53, ja? 52. 52. 52. Okay. 52. Es kann sein, dass er oben irgendwelche Schandflecken sieht, die er direkt morgen hat. Er hat schon wieder eine Pizzapackung abgestellt. 53. 4, 52, 54. Das ist wieder so. Guck dir diesen Blick an von Carsten. Der ist hart, ne? Der macht der nimmt keine Gefangenen hier. Ne? Ich google mal kurz seine Stärken und Schwächen. Ich glaube, der psychopathischer Blick. Staring Contest Gewinner 2001, 2002, 2003. 62. Mhm. Er hat 2-2-1. Excel durchgespielt, das ist ja sympathisch. Das glaubt er nicht und es ist aber wahr. Und damit gleich Tabel aus. 2-2. Carsten, bitte. Stehe. 31. Ja, gut. Aber schön, aber es wäre so bescheuert, wenn es gelogen wäre. Ja. Na gut. So, er streichelt die Würfel sozusagen. Mhm. Hast du eine ganz geschmeidige Technik? Ja, wie so ein Revolverheld. Ja, so ein Revolverheld, der einfach die Würfel so. Ja, er liebt jede einzelne Kugel, die er. 64. 64. Ja, gut, das ist eine gute Zahl. Das ist eine super Zahl. Richtig schön, so mitten rein. Genau. Und Carsten weiß, es geht jetzt wirklich um alles. Ja. Ne? Also. 65. Du. Das. Na, komm. Taddel. Glaub stimmt doch nicht. Nicht. Das stimmt doch nicht. Guck dir das, er sucht jetzt nach dem Mann im Mond. 50-50. Ja, nicht ganz, aber. Du musst es nicht glauben, aber wenn du es glaubst, musst du jetzt 2-1, 2-2-1, 2-3-1, 2-4-1, 2-5 oder 2-6 würfeln. Oh. Es ist die 65. Oh. Ich hätte es ihm auch nicht geglaubt. Ich auch nicht, nee, muss ich echt sagen. Danke, Thaddäus. Sieger für Carsten. Aber auch für Thaddäus natürlich noch die zweite Chance. Kann also wieder ins Spiel kommen. Und die Spiegel können wir jetzt wieder verdecken, die hier oben. Ne? Das war nur für die Runde. Gut, nächstes Duell ist Gunnar gegen Patricia. Bitte schön. Das wird jetzt auch ein spannendes Duell. Wir kennen Gunnar, ne? Ja, hallo. Gunnar. Hallo. Hallo. Meister der Psychospielchen und der, der flinken Lüge, würde ich mal sagen. Ja. Dieses schüchterne Lachen kann er jetzt auch schön einsetzen. Ja, ja, ja. Was soll das denn bedeuten? Lügen, meine ich. Nee, ich meine Mangern. Ich habe das früher immer gespielt. Aber. Ich auch. Vor 10 Minuten. Nee, eine Stunde. 2 Stunden. Ich spiele das. 61. Ja, das nehmen wir mit. Unattraktive Anfangszahl, finde ich. So diese genau in die Mitte so. Mhm. 54. Das ist nicht so egal. 62, Entschuldigung. 62. Das war jetzt, glaube ich, ein klassischer dann, Schummel, Gunnar. Glaube ich das nicht. Glaubst du nicht? Deckst also auf? Natürlich. Alter. Das ist Gunnar. Alter. So kennen wir ihn. Alter. Also, das ist Oberklasse, muss ich sagen. Ja. Aber das ist typisch. Das ist Gunnar. Richtig.
Ich ändere meine Taktik, ich gehe jetzt nach Wahrscheinlichkeiten. Ja, das ist dieses Street-Smarte, wow, ne, was er hat. So. Also dümmer kann man sich nicht anstellen, also sehr gut. Publikum, ja. Ist ja noch, als er der Nette war? Nein! Hä, wieso? Dreckige Taktiken hier. Ja, wie immer, Schummelgunner. Ich sag mal 53. Okay. Das ist nett, ne? Ja, man, es schleicht sich so diese langsame, jetzt schon noch die Überheblichkeit in seinen Blick. 63. Was hatte er? Ja? 62? Er hatte drei, ja, irgendwas doch im 50er-Bereich. Achso. Ja. 53, glaube ich. 65. Ich glaub dir nicht. 62. Sehr, sehr. Ein, zwei. Sehr schön. Okay. 43. Ja. Das schaffe ich ja wohl. Wir haben lange keine hohen Würfe mehr gehabt, fällt mir gerade auf. 63. Also so ein, wird ein Killerwurf hier. Ja, ja. Also die Paschs sind sparsam. 2-1. Dankeschön. Ein Podcast-Hörer, fertig. Ja. Sag mal. Einer Pasch. Nee. Nee? Muss ich ja, ich glaube, das ist der Kuckepatenzial. Da gibt's ja nichts mehr drüber, ne? Das schaffe ich nicht. Dann Deck auf. Ist es nicht? 2-1 für Gunnar. Tut mir leid. Der auch beginnt. Ja. Das ist so räudig. Das ist eine gute Zahl, ne? Gunnar, traue ich zu, dass er direkt liegt. Ja, ich absolut. Auch. Kann 31 absolut sein. Einfach nur, um ihr diesen Druck zu machen. Ne? Ist auch anstrengend, da drüber zu gehen. Ne? Ja, genau. Sie wird nämlich jetzt getrieben in Bereiche. Okay, die Zahl. Die ja, okay. Nicht unmöglich, also, aber alle Paschs und 64, 65. Und 10, also das wird richtig nice. Ein Pasch, irgendein guter Pasch. Einer Pasch, ja. Glaube ich wieder nicht. Hast du wahrscheinlich wirklich, aber nee. Ah. 3-1. Ja. Patricia leider raus. Hart. Gunnar ist weiter. Ja, Gunnar ist weiter. Patricia aus dem Producing bei uns. Mehr von diesem sympathischen Mann bei Beef Junior in der neuen Staffel. Und wir machen weiter mit Sarah W. und Steffen G. Sarah W. und Steffen G. auch hier wieder. Sarah W. macht Social Media bei Game 2. Klingt wie so Tatverdächtige, wenn man euren Nachnamen so abliest. Ja. Ihr seid bereit? Regeln sind klar? Steffen kennt ihr natürlich. Ja. Stehen auch nochmal da sonst. Steffen als Geschichtenerzähler, vielleicht auch als Lügengeschichte. Ich muss mal aufpassen, dass ich die richtig hinlege, damit die nicht wieder umkippen und so. Weißt du? Das ist vielleicht das schwierigste Herausforderung heute. Du hast sonst nicht viel mit Würfeln zu tun, sonst hier auf dem Sender. Nee, ne? Wenig. Das sind andere Würfel, das ist das Problem. Okay. Ja. Die Würfel sind eben zu einfach. Ja. So. 65. 65. Da wird direkt unter den B100 raus gelacht im Hintergrund. Glaube ich dir nicht. Oh. Glaubt sie nicht? Dann zeigt uns. Das war eine Premiere, hat es noch nicht gegeben. Doch, ja. Stimmt aber leider. Ja. 1-0. Du bist dran. Sorry. Und das ist jetzt die Frage, wenn er nochmal so hoch einsteigt, ne, ob es nochmal stimmt, dann ist es ja nicht glaubt. 53. 53? 53. 53. Was? 62. Ja. Ja. Glaube ich einfach mal. Das ist fast so 50-50, ne? Hier drüber zu kommen. Einer Pasch. Glaube ich dir nicht. Einer Pasch. Ist es nicht. 2-0. Ja, Steffen. Ja, hier. 42. Okay. Sehr nett. Hm. 53. Ja, Sarah ist so ein bisschen dieses, meint, sie glaubt nicht mehr an den Sieg. Und genau das kann natürlich auch wunderbar gespielt 63. sein. Ne? Ja. Oh. Glaubst du's? Ich glaub's nicht. Ah.
Das war eine Null. 13:0 für Steffen und er ist damit weiter. Sicher. Also, der Meister der Würfelbande setzt sich durch. Den sehen wir also wieder. Und jetzt kommen wir zu Ben W. und Julia. Also, ich freue mich, dass Ben der Gegner ist. Er ist einfach super lieb, super nett, hilfsbereit. Du meinst, ich lass dich gewinnen. Du lügst nicht. Na, das wird sich jetzt vielleicht ändern. Ja, wenn du da stehen würdest, würde ich immer nicht glauben. Das ist eine gute Einstellung und du beginnst auch, Julia. Julia sehen wir auch relativ selten bei uns, weil sie meistens so die Pläne schreibt, wer wann in welchem Studio zu sein hat und wer welche Kameraschicht übernimmt. Und der Ben, der ist Backend Web Engineer bei 63. Uns. 63. Auch jemand, den wir sehr, sehr selten, wenn überhaupt schon mal gesehen haben. Naja. Fünferpasch. Nee. Oh, doch. Okay. 1:0. Das gefällt mir. Das ist selber gesagt. Ich weiß, ich hab's aber gehofft. Aber du fängst an. Du hast selbst gesagt, er lügt nicht. Ja, aber wie, das ist Fünferpasch. Naja, was soll man sagen? Wenn er einen hat. Ich hab's gehofft. Ben. 53. Okay. Ich will jetzt auch Fünferpasch. Oh. Okay. Schau dir das an. Da freut sie sich zurecht. Julia wieder? Oh. Schön, wenn man direkt mal eincashen kann. Okay. Ausgleich 1:1. Wie wir es anfangs Fünferpasch. Ja, das ist jetzt zweimal Fünferpasch. Glaubst du oder in nicht? In einem Match. Nee. Warum nicht? Es stimmt. Und das ist schön. Ja, ich dachte, das ist Poker. 2:1. So undankbar, so ein Anfang. Ben, genau. Das ist wirklich eine sehr ehrliche Partie hier. Ja, so kennen wir sie gar nicht. Ne? Jetzt kommt eine Lüge. Oh nein. Mit Ansage. 65. Oh, die 65, klar. Ja. Sie kann jetzt mit diesem Matchball verwandeln und weiterkommen, oder natürlich? Ich will nicht, dass du die 65 hast, aber wahrscheinlich hast du die. Ist nicht immer ehrlich gewesen, ne? Glaubst du es oder nicht? Nein, wie steht's? 2:1 für dich. Was willst du machen? Drüber würfeln. Okay. Ja? Ja. Okay. Come on. Fünferpasch. Das wäre natürlich jetzt. Was? Das muss ich aufdecken. Ja. Das geht gar nicht alles. Muss er. Ist klar? Quatsch. Yes. Nicht. 2:2. Entscheidende Runde. Julia beginnt. Ich beginne. Ah, das gefällt mir. Ich finde, man sieht aber, wie ernst es beide nehmen. Und alle ja bisher, ne? Das finde ich witzig, ne? Ja. Also du kannst ja wirklich Spiel anschmeißen, was du willst. Ja. Die Leute wollen siegen. Und deswegen sitzen auch nur hier. Ja, richtig. Shit. 61. Also, Matchball, letzte Runde, 2:2. Oh. 61 drüber, boah. Mhm. 63. So ein Ding. Ist es sich gegenseitig? Das würde ich jetzt auch aufdecken. Ist zu nah dran. Ja, irgendwie schon, aber wir haben so viele Überraschungen hier schon erlebt. Mann, womit bin ich reingekommen? Ben lügt nicht, ne? Ja. Ja, dann. Jetzt gilt es. Also, sie will heben, sie will doch nicht heben. Das ist so unfair. Ja. Dieses aufgesetzte Glück gehabt, 63 hat er so gemacht, weißt du, so dieses, so würde ich es auch spielen mit dem Sketch. Puh. Ja, und das stimmt. Hat sie gut gemacht. Das gilt. Ben W. ist raus und kann noch per Bohnenglas Joker gewinnen, aber nicht mehr durch reguläres. Was für eine Geschichte, oder?
Sie hat sich selber eigentlich besiegt. Doch, ich glaube, er lügt und damit holt sie den Sieg. Wahnsinn. Falls jetzt noch wer dran ist, dann würde ich sagen, machen wir doch die nächste Runde. Sarah K., das bist du, gegen Marc. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja. Ich habe vorhin gesagt, dass ein Nicht-Gesichtsausdruck sehr hilfreich sein kann. Und Sarah, weißt, wir haben Marc ja sogar als Android besetzt, ja. Und nicht ja. Ohne Grund. Ich habe den Mann in 3 Jahren nicht verstanden. Egal, was das geht du sagst. Vielen so. Selbst wenn er mir erzählt, was er zum Frühstück hatte. Ja, die beiden kennen sich aus Game Two-Zeiten. Sarah beginnt. Er Aufnahmeleiter damals, 31. Sie Jungredakteurin und Volontärin. Mittlerweile sie bei Rocket Beans und er wieder zurück bei Game 2 nach einer Stippvisite bei Rocket 32. Beans. 32. Einser Pasch. Ah, das ist schön. Das ist so. Wahrscheinlich wirklich. Okay. Ja. Das glaube ich tatsächlich. Das ich probier's leider, mal, ja. Ne? Klar. Ja, ist das jetzt alles Spiel, was Sarah da gerade angeboten hat? So an. Das ist ja ein Abwasch. Das könnte ja sein. Oh ja, Gott sei Dank, da ist er ja. Der, weiß nicht, aber das der Sechserpasch. Ach so. Oh. Okay. Wenn das jetzt wäre, das wäre 1A Gunnarschule gewesen. Gunnarschule, ja. Ne? Gunnarschule, ja. 1:0. Aber nur aus Boshaftigkeit, ja. Sitzt dann ja nichts so, ne? 42. Das glaube ich. 52. Das glaube ich auch. Unattraktive Konter, die Sarah hier gerade gesetzt hat. 62. Oh. Ist wahrscheinlicher. Ja. Das ist nicht. Oh, gar keine Zeit. Aber das hat sie gut gemacht. Weil, wie gesagt, statistisch wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass er drüber kommt. Ja, ja. Und scheiß auf die Statistik. 62. Das ist ja schon sehr hoch zu Beginn direkt. Naja. Ja, Matchpoint. Und man sieht bei Sarah wie. 64. Mit jedem Punkt. Das glaube ich. Das ist der Schauspieler, Marc. Mit jedem Punkt so das Set. Das hat sie jetzt geglaubt. In das Spiel, ja. Wieso hat sie das jetzt geglaubt? Lüge. Zimmerpasch. Stimmt vielleicht sogar, aber was soll ich tun? Ich kann es nicht glauben. Oh, shit, okay. 2:1. Ja. Sorry, dass ich einen Spoiler habe, aber. Beginnen? Ja. Der Einstieg war nicht gut geeckt. Ja. Einer Pasch. Oh. Wäre ja Quatsch jetzt. Ja. Es ist einer. Und das ist der Ausgleich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sag mal, er hat seinen Emotionschip wiedergefunden. 2:2. Mhm. Und er hat ein bisschen was bei Gunnar gelernt, ne? So dieses. Ja. 42. Mhm. Das ist so ein bisschen diese, hallo, kann ich bitte eine Tüte Milch kaufen? Im nächsten Moment, Hände hoch, machen Sie die Kasse auf. Ja. 53. 53? Da freut er sich. Das glaubt sie ihm, ja. Ah, ich meine gut, 53. Kann man schon drunter liegen. Kann man aber locker drüber kommen. Ich weiß nicht, ob was verrutscht ist, aber ich sag 2er Pasch. Ich sag, da ist was verrutscht. Das machen wir jetzt. Ja, ich hab's gehört. Naja, dann hat er selber Schuld. Pass auf, deck mal auf. Also, wenn du nee, willst. Will er was sagen? Ich, oder nicht? Nee, ich will aufdecken und sagen, das stimmt nicht. Aber Da hat sie natürlich jetzt auch ein bisschen Schwein gehabt, wenn das jetzt verrutscht wäre. Ja, und dann, aber ich hatte doch, dann wäre das natürlich eine Diskussion gewesen. Gut, damit ist Marc. Aber da ja was verrutscht ist. Ja, es war ja. Come on. Es gilt, was am Ende liegt, würde ich sagen. Okay. Insofern. Marc hat auch noch die Chance über die Second Chance, aber an der Stelle ist Sarah weiter. Ja. Der andere kann sich erstmal schön. Ian. Ja. Und Leo. Ja. Hallo. Regeln sind klar. Spätestens jetzt, da muss ich dir nochmal erklären. Ja. Leo beginnt. Best of 5. Und ja, auch ich habe mich für ein Best of 5 noch ausgesprochen. Ja. Ian und Leo aus der Show-Redaktion. 62. 62? Ja.
Lass mich gucken, ob ich höher gewürfelt hätte. Das war die richtige Entscheidung. Ja, ich höre auf meinem Ach, ich muss jetzt anfangen. Ja, und du fängst an. Okay. Ja. 41. Ja, das glaube ich doch sofort. 42. Da muss er selber landen. Das könnte der Beginn einer Scherle. Oh, da war wirklich drunter. Hätte ich auch gedacht. Die niedrigste Lüge, die wir heute Abend gehört haben. Ja, auch keine gute Lüge. Ne? Da muss man keine gute mehr Lüge. So in diese. Ja. 61. 61. Ja, das so mag ich ihn. Da einfach sagen, komm, es ist machbar. Hm. 63. Und er schafft es. Oder auch nicht. Fand ich gut. No. Zweiter Punkt für ihn. 2 zu 1. 2 zu 1. Ian beginnt. Ach, ich bin gesehen. Ja. Okay, alles klar. Mein Scherz. 41. Hm. 53. Ja, das stimmt. 6er Posch. Ah, das ist jetzt so ein. Glaube ich ihm, ja. Da zwingt er ihn natürlich jetzt. Hält er den Blickstand? Hält er den Blickstand? Er muss ja eh aufdecken jetzt. Ja. Oh, es ist einer. Es ist das. 2 zu 2. Jetzt wird es hier eng. Ja. Entscheidung. Es ist sehr Leo schwierig, das an. Zu. Musstest du machen. Ja, 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 musste ich, ne? Ja. Zweier Posch. Du Arschloch. Ja, gut. Ja. Jetzt kann man nur noch mit Würfeln. Guter Einstieg. Ja, ja. Guter Einstieg, ja. Aber du hast Glück. Du hast so mega Glück. Das ist bestimmt einer. Das ist bestimmt einer. Gut, dass ich auch Glück habe. Nice. Dreier Pasch. Aber war also gut gespielt. Muss man eine 3 immerhin. Aber es wäre schön gewesen. Absolut. Vielen Dank, Leos Walter. Ihr ist raus. So, Ingo. So, damit kommen wir jetzt. Und Anja. Zu den letzten 5 Duellen, die wir heute Abend noch sehen in Mayern. Du darfst, wenn du möchtest. Beide Budimans übrigens raus. Ja. Ja. 65. Oh. Ernsthaft? Anja übrigens bei uns aus dem YouTube-Team, gemeinsam mit Anton betreuen sie da das. Alle Eben, sehe ich ja hier an der ganzen Dreierpasch. Oh. 31. Da war man nah dran. 1 zu 0 für Anja. Ingo beginnt. Sehr gut. Ja, wir machen Best of 10, ne? Dann spielen wir die anderen aber nochmal. Ja, 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 ja. 5er Pasch. Hm. 1 zu 1. Schöner Ausgleich von Ingo. Hm, hast lange überlegt, ne? Aber es ist denn ja auch, weiß ich auch, was ist. Das war gelogen, ne? Scheiße. Wer weiß das schon? Scheiße. Zweier. Pasch. Anja spielt privat. Ist es Das war das Zweierpasch. Zwei Pasch nacheinander. Das ist natürlich schon gut. Was meinst du? Unnütze Info. Phase 10 mit der Mutti spielt die Anja gerne. Ah. Ja, komm. Ja, das wird hier nicht drankommen. Das können wir schon mal sagen. Viererpasch. Oh, das kann ja nicht sein. Ja, bei Ingo hat er auch zwei Paschs nacheinander. Das glaubt er jetzt nicht. So viel Pascha kann hier nicht im Haus sein. Du kannst auch 53 sein. Ja, ja, könnte dich, ja.
Mario. Wenn es nun mal ein Viererpasch ist, ne? Was? Ja, ja, eben, ne? Deswegen überlege ich, dass, auch, dass es wahrscheinlich so ist, ne? Mhm. Aber ich mache jetzt einen Sechserpasch. Sechserpasch. 73 wollte ich sagen. 2:2! Ach ja. Ja. Na gut, ja, ja. Die wollen es heute alle spannend machen. Ja. Ach, so ein räudiger Einstieg. Räudiger Einstieg wieder. Was würdest du jetzt sagen, wenn du lügen müsstest? 64. Hätte ich auch gesagt. Ja. Irgendwie in so einem. Bist ja, nicht zu nah dran. Ja. 2:2. Nee. Alles. Und es ist jetzt Matchballzeit. Es ist Matchballzeit. Oh, 64. Okay. Damit ist Ingo weiter in der nächsten Runde. Anja ist raus. Vielen, vielen Dank. What a mess, what a mess, what a mess, what a very oh. Milena ja, ich und lange Lukas. Gearbeitet. Toll. So. Einfach toll. Vorsicht, der kann eine Zahl. So, jetzt hier, genau. Lukas und Milena. Gott sei Dank. Lukas beginnt. Viertletzte Duell. Ich erzähle dir auch noch, was Lukas liebste Hobbys sind. Ja, dann bin ich sehr gespannt. 52. Außer im Sales-Bereich 52. Tolle Deals an Land ziehen für uns. Spielt in der Punkband, das weiß ich ohne es ja. zu gucken. Wenn man mit ihm eine Videokonferenz hat, sieht man auch eine 61. sehr, sehr üppige Sammlung an Gitarren im Hintergrund. Und da würde man nicht vermuten, dass er in der Punkband ist. Ist nur 61. Spielt. Da ist die 61. Head of Sales sagt, die Zahl stimmt. Einer Pasch. Kannst du machen. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Kannst du machen. 2:0, Lukas beginnt. Ich 53. Ich 65. Wohin gucken die Augen nochmal, wenn man lügt? Das hat man doch mal irgendwo nach oben, sich, nach oben links heißt Lügen, nach oben rechts heißt Wissen oder so. Willst du nicht nochmal nachgucken? Das hängt von den Gehirnhälften ab. Aha. Das ist interessant. Shots fired. Tschüss. Oh. Oh. Er guckt so ein bisschen, als ob er ein Date hat, der Lukas gerade aber auch. Ne? So ein bisschen sehr nach gut, einem zweiten Wein. Ich merke, ich würde dich gern wiedersehen. Ja. Und er kommt mit dem Mäxchen. 2:1. Milena beginnt. Er muss mal lügen. 52. Ah, das ist immer so ein schöner Einstieg. So, ne? Das kann man immer mal machen. 63. 63. Diese toten Augen von Lügen Sie? Ja, es ist so ein bisschen, er übt schon mal fürs nächste Bandfoto, ne? 61. Ja, stimmt. Stimmt, dann müsste er wieder in so einer Industriehalle stehen, ja. Weißt du? Oder vor der guten Backsteinmauer. Ja, oh. Ein Knie so aufgeschlagen. Nichts runter, ne? Müssen wir leider 2:2 machen, ne? Sind wir fair. Tja. Ja. Jetzt wird es ja nochmal spannend. Jetzt wird es richtig. Aus unerfindlichen Gründen, einfach weil die Stille war. 2:2, Lukas beginnt, jetzt geht's um alles. Milena spielt privat gerne Just Dance. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nicht gedacht. Nö. Ob es sich doch zugibt. Nein, nichts gegen Just Dance. Habe ich noch nie gespielt, aber. Sie tanzt am liebsten zu Skrillex, das kann ich nicht gut heißen. Skrillex ist auch so eine Schraddel-Kombo, oder? Ja, so Oh! Milena ist in der nächsten Runde. Das war natürlich stark gespielt. Tatsächlich. Fünfer. Und Matteo gegen Mel ist unser nächstes Duell. Matteo gegen Mel. Egal, wie es ausgeht. Ein bisschen wie so ein Volksmusik-Duo, ne? Jetzt weiß ich auch, warum ich hier unten gelandet bin. Und die Herren oben sitzen. Mel beginnt. Und wer ist bei mir? Keiner. 32. Das ist ja macht. Ja, da kann man mal einsteigen natürlich damit. Ist es wirklich machbar? Ich weiß es nicht. Es war machbar, ja, ja. Klar.
Wir haben noch Ersatzwürfel da. Ich schaue mir die Teilnehmer übrigens auch schon an hinsichtlich der nächsten Disziplin. 53. Oh, meinst du, die man einfach sehr, sehr viel Selbstbeherrschung. Ja. Selbstbeherrschung. Aber die kann man natürlich bei der nächsten Disziplin verlieren. Ich spreche aus Erfahrung. Mhm. Sechserpasch. Oh. Das ist ein Ding. Was hatte er? Ich weiß es nicht, aber es war niedriger. Ja, Sechserpasch ist im Grunde. Mit Sechserpasch pokerst du mal eigentlich. Sechserpasch, ja. Glückwunsch. Cool, ja. Ah, ja, richtig geil. Ja, easy. Wow. Ui. Ja. 1 zu 1. Ja. L2. Oh Gott. Fünferpasch. Digga. What? Das ist natürlich, das ist schon krass. Das ist da denkt man dann halt, warum sollte sie da lügen? Ja, akzeptiert. Aber genau, ja, das genau ist damit kann man ja spekulieren. Warum sollte jemand? Aber das wird jetzt wieder so eine 12. Sechserpasch. Nö, glaube ich dir nicht. Heißt doch nur ein Fünfer. Oh, das ist Pech. Glaubst du, sie hat einen Fünferpasch? Ich glaube nicht. Nee, ich glaub auch. Oh. Du hast auch gehabt? Ja. Okay. Wollen wir es ihr mal glauben? Das ist nur 61. Ja, warum sollst du in der ersten Runde lügen? Also Mel hat schon so einen gewissen Vollstreckerblick drauf, ne? Mhm. So ein bisschen. Keine Sorge, ich ramme dir das Messer 65. Zärtlich in den Ohr. 65? Komm, den nehme ich. Herz der Würfel, Exodia. Das war sicherlich eine Anspielung, die viele von euch da draußen verstehen. Oh, auch interessante Info. Matteo nee, hat. Nee, das glaube ich dir nicht. Wir hatten schon zu viele, Pasch schon hier. Das ist. Nimm dir. Dankeschön. Das ist ein Zweierpasch. Oh. 2 zu 2. 2 zu 2. Wieder mal. Jetzt geht's um alles. Matteo hatte vor dem Spiel große Angst, gegen Lukas anzutreten, weil das ja sein Chef ist und sein Chef muss gewinnen. Oh. Das kennst du vielleicht aus deinen eigenen. Nee, kenne ich nicht, weil immer nur alle gegen mich verloren haben. Okay, das ergibt Sinn. Ja, die hast du auch. Das ist nicht so schwer. Das ist schön, ja. Nicht so wie ein Mäxchen. 55. Also ein Fünferpasch. Also ein Fünferpasch. Also ich war auch kurz verwirrt. Wer ist ein Fünferpasch? Ja, yeah. Scheiße. Versprochen. Okay. Dankeschön. Hätte aber auch gegen Matthias. Hätte schöne Absicht sein können da, ne? So ein Versprecher und ja, so. Ja, ja, das wäre dann wieder so ein Gunnar gewesen. Also, ne? Ich fand Gunnar bis jetzt am radikalsten, was die Boshaftigkeit darüber anging. Ja. Chen beginnt. Ich? Let's go. So, Chen gegen Matthias. Matthias Aufnahmeleiter von Game 2 und natürlich Kaizo-Spieler und Chen bei uns im Community Management. Fünferpasch. Oh, come on. Guck dir diesen Blick an. Hat sich hier diese Ghetto-Kapuze nochmal drüber gezogen? Ja, dieser Blick, der sagt wirklich. Du kannst versuchen. Na Mensch. Sechserpasch. Ja. Ja. Versuch was wert. Aber war's doch gar nicht. Ach. 1 zu 0 für Chat. Matthias beginnt. Ja, das ist das vorletzte Spiel. 53. Nehme ich. Gute Entscheidung. Cool. Danke fürs Bestätigen. Ich würde sagen 64. Würdest du sagen? Ja. Das ist, könnte eine sehr gute gespielte Unsicherheit sein, ne? Von mir jetzt. Die Chen, ne? Ja, weiß ich auch. Ich bin gerade sehr verwirrt. Nach 63. Kann passieren, ne? Kann passieren, jetzt, ja. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass in diesen Sechserbereichen da ordentlich. Zu close, um zu lügen. Jetzt pustet er so, als würde er lügen. Ein Pasch hättest du nicht gesagt. 61. Er lügt doch tatsächlich. Ja. Er lügt, ja, was soll er auch machen? Das ist doch freudig, ne? Wenn du schon die Sechs da stehen ich hast. Aber ich hätte gedacht, ich will. Oh Gott, okay. 2 zu 0. 43. Okay. Da muss ich die Lüge parat legen. Er muss jetzt schon im Kopf haben, was er sagt. Wechsel? Nein. 52.
glaube ich. Ich vertraue darauf, dass ich eine 6 würfe. Oh, 64. Ja, also macht sie schön, ne? Nee. Man weiß macht es sie gut, einfach. Macht sie gut, aber ich glaube es ja nicht. Ja, es ist 2 zu 0. Gute Zahl. Du es oder nicht? Ich kann hier doch nicht 3 zu 0 rausgehen. Die würde ich auch als Anwältin nehmen. Drüber. Wenn ich, vor Gerücht, okay. Gericht stehe, ja, weißt du? Ne? Die hat, ja, also wirklich... Matthias glaubt nicht mehr, dass er gewinnen kann. Und ja, stimmt. Der ist sehr gut. Gebrochen, ja, innerhalb von 20 Sekunden hier. Nein, tschüss. Dreierpasch. Ich war gerade Dreierpasch, drei Würfel, wie? Mein Kopf. Schocken ist Spiel 2. Deswegen. Nee. Das ist Dreierpasch. Wow. 2 zu 1. Okay, das ist nochmal spannend hier. Jetzt darf er sich. Ja, ja, wie immer, ne? Greifst alles an dich. Entschuldigung. Nicht verwirren lassen jetzt davon, beziehungsweise beirren lassen darf sie sich. Jo. 3er-Pasch. Es kann halt. Du kannst halt echt so nervös sein oder so nervös sein. Ich einfach so mega freuen oder einfach nur. Ja, exakt. Er sagt das, was ich wollte. Wirklich echt, aber er muss aufdecken. Musstest du machen. Ja. 2 zu 2. Aber wirklich, man kann sie nicht gut lesen. Das muss man sagen. Alles, aber ja. Hat wieder das Würfel. Hey, what the fuck? Ich muss das nachher auflösen, damit du. Also. Mind Freak! 4er-Pasch. Oh, no. All in or nothing. Let's go. Ah, damn. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Direkt so ein Pistolen auf die Brust moved als erstes. Findest du nicht gut? Es ist ein 4er-Pasch. Es ist ein 4er-Pasch. Damit ist Chen weiter und Matthias. Chen ist weiter. Matthias. So, letztes Duell. Mit dem 4er-Pasch. Ich hab gelogen und du hast beide gewonnen. Wahnsinn. Heieiei. Wie, schon die letzte Runde? Auch Mensch. Na ja, gut. Claudia und Markus, bitteschön. Ja, auch hier Markus, Redakteur von Gen2. Claudia aus unserer Sales-Abteilung. Ne? Inzwischen? Mhm. Ja, gut. Claudia beginnt. Bitteschön. 1er-Pasch. Hm. Kann man machen, kann man mal machen. Kann ich eh nicht toppen. Also. 1 zu 0. Hätte klappen können. Hm, hätte klappen können. Ja. Ach, ich mache die Steffen-Taktik. Das ist ein 1er-Pasch. Oh ja. Guck dir diesen Blick von ihm an. Hm. Das ist dieser Nein, Herr Richter. Oh, Herr Richter, ich bin nicht gefährlich, glauben Sie mir, ne? 1er-Pasch. 1 zu 1, ne? Oder? Nee, 2-0. 2-0 für Max. 2-0. 2-0, sorry. Guck dir das, Markus. Das ist so, er glaubt noch nicht an den Sieg, aber er möchte schon. Aber er freut sich schon. Ja, ganz er freut sich schon so. Dollwürfeln hilft. 42. 43. Das ist wirklich, also Markus, gespielt oder authentische 43. Naja, das stimmt, Aufgeregtheit? Ne? Das stimmt, das weil er hat kurz überlegt, ob er drüber liegt. Guck dir das an, der sieht aus, als ob er gleich kollabiert so ein bisschen, ne? 52. Ja, komm, dann kann ja, komm, klar, das ist gut. Das ist ja eine leichte Zahl eigentlich zu schlagen. Aha. Probier es aus. Es wäre aber auch geil, wenn du bei 52 lügst. Steht 2 zu 0, kannst nichts verlieren. 62, geil. Ist ein bisschen zu. Yes! Fuck! Ah! Okay, das war 3 zu 0 zu 3. Vielen Dank, Claudia. Yes! Vielen Dank. Markus, bleib ruhig bei mir. Ja. Kommt ruhig nochmal her, das sind hier einige der Sieger. Kommt schon näher, kommt ruhig näher, kommt näher. Da sehen wir einige der Sieger, die haben sich hier durchgesetzt in Runde 1. Das heißt, wir sehen sie gleich wieder im zweiten Spiel. Ja, und es war knallhart. Einige Favoriten sind schon raus. Einige haben sich hier gegenseitig rausgekickelt, aber diese Herrschaften und Damen sind noch drin. Gleich geht's hier weiter mit dem zweiten Spiel bei Last Bean Standing. Wahnsinn.
Also wir haben hier schon ganz schön was gesehen, ne? Das war ein Psychokrieg für mich. Das war echt ein Psychokrieg. Richtig. Und die Freude auch, wenn man dann quasi Leute beim Lügen ertappt, das ist einfach das Schönste. Ne? Ja, absolut. Und ich finde, wir haben alles gesehen. Wir haben die absoluten Lucky Punches gehabt. Wir haben Momente gehabt, wo Leute einfach so eiskalt gelogen haben, wo Leute schlecht gespielt haben, wo Leute es getan haben, als seien sie nervös und würden gleich kollabieren. Und in Wirklichkeit war das alles nur gespielt. Ich fand, das war eine richtig spannende Runde. Und wenn wir noch mal kurz auf die Namen gucken und auf die Gesichter, lass uns die noch mal einblenden, damit wir uns noch mal vergegenwärtigen, wer hier in Runde 1 von Last Bean Standing alles schon raus ist. Und da sehen wir eben die Menschen, die raus sind. Prominente Gesichter. Hm. Guckt euch das mal an. Ede, Simon, Budi, ihn alle samt bereits in Runde 1 rausgeflogen. Gregor nicht mehr dabei, Kuro, Lisa, H nicht mehr dabei. Ja, aber eben entsprechend die Hälfte, 24 an der Zahl, die es weiterschaffen können. Aber eben auch, und das sei noch an dieser Stelle einmal erwähnt, wir haben natürlich das mysteriöse Glas, das darüber entscheiden wird, wer mit seiner Schätzung des Boninhalts am nächsten liegt und entsprechend die Wildcard bekommt und zurückkommen kann. Mhm. Aber da kommen noch ein paar mehr zu, denn wir werden gleich Spiel Nummer 2 spielen. Was gänzlich anders gelagert ist. Ne? Ganz anders, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil eben die Kandidatinnen und Kandidaten, die wissen auch nicht, was gleich gespielt wird. Wir mischen alles noch mal so richtig brandneu und dann schauen wir gleich mal, wie es hier weitergeht. Last Bean Standing, Tag 1, Spiel 2. Wir machen eine kleine Werbepause und dann sind wir wieder da. So, und da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zurück zu Last Bean Standing. Eine Bohne wird gewinnen. Micha, spannend, ne? Es treibt voran, wie schön du gerade dich doch reingemogelt hast. Ja, ich war ganz kurz mal wegtragen, ja. Herzlich willkommen zurück. Wir haben ein spannendes erstes Spiel gesehen. Wir haben tatsächlich 48 TeilnehmerInnen halbiert. 24 werden jetzt in das zweite Spiel starten. Und wir wollen mal kurz runterschalten zu Andreas. Der befindet sich in der sogenannten Losers Lounge, auch bekannt als Aufenthaltsraum, in dem man ein bisschen rumhängen kann und natürlich noch eine gewisse Hoffnung hegt, eventuell weiterzukommen, weil eben das Bohnenschätzen kann einem ja hier den Joker auch dem Verlierer bringen. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal einmal ganz kurz hin, wenn wir denn da so weit sind. Andreas, wie ist denn die Stimmung bei euch da unten? Ich sehe, sie ist Bombe. Ja, also die Stimmung ist in der Tat hier wirklich Bombe. Wir sind hier bei den zweiten Duellen. Aber wir haben gerade noch keinen Ton von Andreas. Handkeule. Ach, bei dem auch, okay. Dann nochmal. Genau, die Stimmung ist zauberhaft, hier muss man sagen. Eddie sitzt neben mir. Eigentlich doch super gelaufen, freies Wochenende, aber ich hatte das Gefühl, Mensch, Meiern, das wäre doch eigentlich auch was für dich gewesen. Woran lag's in diesem hochsportlichen Wettkampf? Also mir ist ja aufgefallen, Walle hat ja so ein bisschen gezittert. Und ich glaube. Deutlich. Ja, er hat, glaube ich, dadurch irgend so ein, ich weiß nicht was, aber so ein Spin Move gehabt, unfreiwillig. Und ich meine, er ist ja direkt, der erste Wurf war ein Mäxchen. Du stehst dann da eine Stunde, wartest auf den großen Moment, kriegst direkt ein Mäxchen. Und dann hat er nochmal zweimal einen Pasch gewürfelt. Ja, da kann man natürlich dann wenig machen. Aber ich habe hier eine Menge Freunde gefunden. Es sind hier wir liegen uns hier seit einer Stunde wirklich in den Armen. Es ist so eine kleine Selbsthilfegruppe geworden. Und, auch viele neue Leute vor allem kennengelernt, ne? Ja, viele Leute kennengelernt und alle tief traurig. Toll. Budi, wie sieht's bei dir aus? Auch das ist ja leider schon dein Ende gewesen. Ihr habt natürlich beide noch die Chance, über die Second Chance nochmal reinzukommen. Wie war es für dich bei Meiern? Ja, Glück halt, ne? Ich habe einfach richtig scheiße gewürfelt. Ich habe die ganze Zeit gelogen, weil ich einfach so scheiße gewürfelt habe. Also ich bin mehrfach durchgekommen, obwohl ich einfach schon direkt. Gutes Mäxchen hatte ich auch, das war ganz gut. Ja, und fairerweise sehr viele Leute haben als Angstgegner, wir haben euch ja Fragen geschickt, als Angstgegner Wirt angegeben. War das, spielte das so ein bisschen mit, das Psychologische hinter dem Meiern? Ja, ich habe auch an Wirt gedacht, als ich diese Frage beantwortet habe, habe ich für Taddle entschieden tatsächlich. Aber ja, doch, ich habe auch instant an Wirt gedacht. Also weil gerade bei Geschicklichkeitsspielen etc. ist Wirt unangenehm. Und bei allem eigentlich auch, bei einem anderen. Ja. Gut, unangenehm geht's hier weiter. Nicht so unangenehm wie hier in der Losers Lounge. Eddie und Budi und alle haben hier noch die Chance. Wie sieht's denn bei euch aus, Colin und Micha?
Wir ja. sind... Zittergate, nenne ich es jetzt einfach mal. Absolut. Also, man kann sich ja auch vorstellen, die Weile haben wir, hast du darauf geachtet, ob er vielleicht einen Ring trägt? Der Ring könnte magnetisch sein, die Würfel gezinkt. Dann würde er durch Zittern sozusagen die Würfel in seine angebrachte Lage bringen. Hättest du das für möglich? Oder auch nicht. Denn das ist ja so ein bisschen die Gefahr bei sowas. Dann hast du vielleicht ein ganz tolles Ding und du hast es nicht super gezinkt und durch deinen Zitter-Schüttel-Move verschlechterst du das, was du eigentlich hattest. Ne? Ja. Kann alles passieren. Aber ich finde, man hat es schon gesehen, auch der eine oder die andere, natürlich so ein bisschen gezittert. Aber das hat gar keine Rückschlüsse darauf gelassen, wer jetzt hier weitergekommen ist oder eben nicht weitergekommen ist. Denn wir haben wirklich eine richtig bunte Mischung an Menschen, die wir gleich sehen werden. Wir werden gleich schauen, welches Spiel natürlich enthüllt wird. Und das sei an dieser Stelle auch schon mal gesagt. Die Teilnehmer, die jetzt weiterkommen, die werden in der Reihenfolge antreten, in der sie sozusagen auch diese Duelle jetzt gemacht haben. Das heißt, wir können uns die Namen ja noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ben aus der Grafik ist weiter. YouTube Anton ist weiter. Florentin ist weiter. Walle ist weiter. Wirt, wir haben es gerade gehört, hat Budi rausgekegelt. Johanna ist weiter. Melis ist weiter. Lisa Meier ist weiter, weil sie Lisa H. gnadenlos ausgebotet hat. Vitus ist weiter. Miriam ist weiter. Bianca ist weiter. Janis Krogi ist weiter. Carsten, Gunnar, Steffen, Jiva weiter. Julia weiter. Sarah K. weiter. Leo, Ingo, Milena, Mel, Chen und Markus. Die haben jetzt die Chance, sich auf redliche Weise in den nächsten Tag, in das nächste Spiel zu spielen. Und welches das ist, das wird uns jetzt gleich Andreas draußen verraten. Ein Tipp von mir, Hard Reset. Hard Reset? Ja. Leute, die es sehr lange geguckt haben, wissen jetzt vielleicht schon was. Oh, da sind wir mal gespannt. Andreas. Hi. Übrigens kein Ding, Simon hat mich heute auch noch André genannt, aber ich bin ja auch erst 6, 7 Jahre hier. Wir kommen zum Reveal von Spiel 2 und was könnte sich hier drunter verbiegen? Jetzt verbergen? Ihr denkt natürlich, 1 gegen 1 Duelle. Jetzt müsst ihr euch alle einem Spiel stellen und dieses Spiel verbirgt sich hier drunter und es heißt Nein. Flappy Bird. No way! Das ist ein Laptop. Das ist ein Laptop, mehr ist es nicht. Also, wir spielen Flappy Bird. Wer das nicht kennt, es ist ein browserbasiertes Spiel. Ihr müsst gleich einen Vogel steuern und den durch so Röhren bewegen, durch Auf- und Abbewegung. Es ist aber super einfach, es gibt nur eine Taste. Das ist die Leertaste. Es ist die Leertaste, die ihr drücken müsst. Je nachdem, wie fest ihr die drückt, desto höher und geht der kleine Vogel. Wie läuft das Ganze? Ihr habt insgesamt 90 Sekunden Zeit. Also sobald der Timer läuft, habt ihr 90 Sekunden Zeit, so viele Runs wie möglich zu produzieren. Da sehen wir den besten Score von unseren Technikleuten. Werdet ihr wahrscheinlich nicht schaffen, sage ich euch schon mal. Also, 90 Sekunden Zeit. Ihr könnt so oft restarten, wie ihr wollt. Und am Ende zählen wir euren besten Run. Das heißt, die besten von euch werden weiterkommen. Insgesamt habt ihr 90 Sekunden Zeit. Noch Fragen? Nee, es ist super einfach. Die Regeln sind literally 2 Sätze einfach, wirklich. Von den Verbliebenen kommen 19 Leute, sind es glaube ich weiter. Die besten 19 Zahlen. Oh, das ist aber eine komische Zahl. Wartet ab. Also, wir beginnen auch in der Reihenfolge, wie wir eben die Duelle gespielt haben. Das heißt, ja, wir beginnen mit Ben Koch. Lieber Ben. Spiel verstanden. Brauchst nur die Leertaste. 90 Sekunden laufen, wenn du ready bist. Bist du ready, Ben? Schon mal gespielt? Bin ready, ja, auf dem Handy damals. Das ist sogar haltbar. Aber meistens auch nur auf dem Klo. Dann haben wir noch eine Toilette für den jungen Mann. Zufällig hier. Wäre nett, ja. Ansonsten würde ich sagen, es geht los mit dem Restart-Button. Und dein Countdown läuft jetzt. Ach so, okay. Hätte kaum zu übertreffen. Ja, selbst wer schon gesprochen ist. Kein Spiel, was einen wütender macht auf dieser Welt, glaube ich. Das ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Leute. Und wir sehen da den Best, den Highscore. Das ist der, den unsere Techniker beim Probespiel gemacht haben. Lasst euch davon nicht irritieren. Der wird wahrscheinlich. Das ist aber nicht das Flappy Bird, das ich kenne. Ja, es ist denkbar einfach.
Ja. Ja. Dann hat er zwei Röhren. Das ist richtig. Kann jetzt mit drei Röhren ist er weit vorne. Ich sag's dir. Er ist weit vorne mit vier Röhren. Vier Punkte. Ja. Jetzt kann er schauen, dass er das verbessert. Ey. Möglicherweise. Das ist auch viel schwieriger als damals. Das ist ja unmöglich. Au, ja. Da, auf dem Klo spielt sich halt entspannter. Ich meine, wer kennt es nicht? So. Alter, Leute. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt auch sagen, mit vier Röhren in 90 Sekunden, das ist nicht schlecht, denn man unterschätzt dieses bagatellige Spiel doch. Okay. Sehr, vier Punkte sehr bisher, gut. Dein bester Run. Jesus, ey. Ja, nicht zu häufig. Alter. Das ist diese Physik dahinter, die so simpel sie ist. Fühlt sich gerade so an, als wäre viel das Beste, was je jemand gemacht hat. Ja, und da liegt er gar nicht mal so daneben. Es ist gut, Benz. Vier sind gut. Alter. Oh. 5 Sekunden. Das ist ja der heiße Scheißdraht, das ist ja unmöglich. Letzten Run kannst du noch zu Ende machen. Ja. Und das war's. Genau. Das war's. Danke, danke, danke. Wenn du ihn gestartet hast, darfst du den Run. Diese vier sind, glaube ich, Gold wert. Das kann ich schon mal sagen. Vier ist schon stark. Das ist schon stark. Vier ist stark, das haben wir gesehen. Anton. Jetzt bin ich gespannt, natürlich. Schon mal gespielt. Ich glaube ja, irgendwann Latein, 10. Klasse, hinten in der letzten Reihe, sowas in die Richtung war das damals. Dann hoffe ich, du bist mit deinem Latein jetzt am Ende. Ach. Denn jetzt hast du 90 Sekunden für Flappy Bird auf 3, also, 1. Warte, welche Taste stand? Auf Restart. Einfach Restart. Also mit der Maus? Ja, kannst du einfach Enter, glaube ich, dann geht's auch los. Kannst auch einfach Space und drücken. Ja, geil. Timer läuft. So, 90 Sekunden für Anton. Und wie gesagt, Gamer-Skills sind hier nicht zwingend von Vorteil, falls ihr dieses Spiel noch nie gespielt habt. Oh. Oh. Aber er macht's gut. Immerhin eine Röhre. Ich sag's dir, eine Eins ist, wir werden häufig die Null sehen. Ja. Okay. Eieiei. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Variante, die wir jetzt hier spielen, ob die irgendwie nochmal hardcoreiger gemacht wurde über die Jahre. Ja. Einfach. Ach Gott. Und man sieht es natürlich, diese Röhren sind halt immer unterschiedlich, ne? Also Ben, er hat es da vielleicht in dem Moment ein bisschen leichter gehabt. Drei. Weil er eben viele Öffnungen auf einer Höhe. Ja, auf einer Höhe, genau, die ersten drei. Und in der vierten, in der er dann gescheitert, die aber noch gezählt wurde, gelandet ist. Nee. So läuft das nicht. Das macht aber auch Beulen, so ein Rohr. Ja, aber gut, ne? Drei hatte er, ne? Ich habe noch nicht mehr als eine gesehen bei ihm, oder? Nee. Oder hatte er drei? Er hatte drei, du hast recht. Ja, oh, und das könnte. Zwei. Drei, dein Bester. Halbe Minute noch, circa. Ja. Also, ich habe mit schlechteren Ergebnissen, ehrlich. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Weil in der Probe hat sich das schon rausgestellt, als ach du heiliger Birnbaum. Gerade dieses von ganz oben nach unten oder so, da nicht zu gierig wieder nachklappen, das ist natürlich hier unter Umständen. Man kann auch ein bisschen die Taste so, ich habe das Gefühl, ein bisschen leichter tippen, ein bisschen länger. Ja, also Sekunde. Man kann das schon so ein bisschen justieren, wie doll der Vogel hüpft. Den Run zumindest mein Eindruck. Ja, es kann sein. Ich weiß nicht, ob die Dauer des. Das war. Zwei. Drei. Drei ist dann. Drei hatte. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ja. Klingt nicht nach viel, drei aber. Stück. Im Gegensatz zur Schule eine sehr gute Leistung. Florentin. Florentin, du hast mich vor der Sendung noch gefragt und wie, wollt 4 Stunden Flappy Bird spielen? Ja? Ja, ja. Du wusstest es nicht, niemand wusste die Spiele vorher. Hast du es schon mal gespielt? Kenn ich doch. Also ich sag mal so, es gibt in World of Warcraft eine Quest, die ist so ähnlich. Es ist tatsächlich so, ist tatsächlich so. Von daher mal gucken, wie es läuft. Okay. Dann. Muss ich Restart oder nur Leertaste? Leertaste reicht. Bist du bereit? Bin bereit. Dann bitteschön. Und noch einmal drücken, dann geht's los. Ah, genau. Okay. 90 Sekunden. Oh ja, ja, erstmal mit der Physik so ein bisschen. Warum nicht? Oh, das ist gleich. Guck, das ist. Oh, drei. Immer drei. Schon mal drei, ja. Wie der ganze abstürzt. Das ist nicht ein Spiel, was einen in den absoluten Wahnsinn treibt. Also ich zumindest. Es ist nicht leicht, ein Vogel zu sein. Der muss sich wirklich anstrengen. Doch. Wow. Wow. Ah, das verwerfst du. Reicht noch mal geschafft eigentlich. Ja, diese Person bitte schon mal vormerken. Die muss gleich noch drankommen. 50 Sekunden. Was ist denn jetzt? Das ist wirklich okay, chirurgisches Timing ist hier nötig. Warten, das ein Hai. Ja, deswegen. Ja. Ganz flach halten. Ja, ja, ja. Oh, das ist dann dieser eine zu viel. Oder ein bisschen zu früh, ne? Eine Minute. Bisschen später, aber das ist
Ich finde das auch ganz schön. So, das könnte es jetzt werden. Das ist wieder so ein bisschen dankbar, nee, komm, dass der so sagt er. Und dann schießt er mit den gelben Köpfchen. Andras. Ja. 20 Sekunden ab. Aber wie gesagt, er hat drei, ne? Und drei er ist... Er hat drei, ist ja super. Aber wenn natürlich alle drei machen, das wird dann noch ein richtig enges Höschen. Wir haben uns natürlich was überlegt, wenn zu viele Leute zu viel haben und wir hier nicht im ersten Durchgang entsprechend Siegerinnen. Ja, sensationell. Sensationell. Da fliegt er selbstbewusst und erleichtert zurück in seinen Horse. Damit Spitzenreiter, ne? Guten Tag, guten Tag. Mit dem letzten Run. 5 Punkte. Bist du bereit? Wie war das nochmal? Länge des Drucks bestimmt über Höhe? Ja. Könntest du einfach mal ausprobieren, lieber Walle. Kraft gesagt. Also, dass man die festdrückt, die Leertaste. Findest du doch einfach raus. Er kennt es nicht. Das Tastendrücken, dann werden die Buchstaben immer dicker. Achso, ich gucke lieber auf den Laptop. Ja, das ist ein altes Spiel, was da läuft. Ja. Oh, nicht ja. Es geht auch zwei. Oh, eine fiese Hürde. Ja. Sehr krasser Höhenunterschied. Definitiv. Ja, okay. Ja, schön, jetzt runter. Jetzt ganz einfach. Drei. Okay. Das ist aber eine gewisse Lernkurve, die man da zumindest jetzt sieht. Aber die Frage ist, wie lange sie anhält und wo sie anhält. Drei. Doch, macht er gut, aber dann. Die Frage ist, wann die Verzweiflung, die er so andeutet mit diesem Kopfschütteln, wann die sozusagen seine Spielqualität mindern wird. Ja, drei, wunderbar, da kommt die vier. Da ist die vier. Da ist die, da ist die sechs. Das ist wirklich, hier möchte jeder den nächsten bzw. den letzten überflügeln. Gut, das ist ja auch Flappy Bird. Da kann er jetzt eigentlich, kann er jetzt gehen. Ich sag dir, mit sechs kommst du hier weiter heute Abend. Er ist weiter. Aber er sieht immer noch ehrgeizig aus. Er ist ehrgeizig zerfressen und möchte noch mal die anderen. Oh, das gibt's ja. Acht Stück. Er hätte jetzt. Vielleicht war er auch der Techniker, der hier heimlich im Set war im Vorfeld. Und, ja. Toller letzter Run. Ja, Andreas kommt auch gedemütigt, weil wir haben es ja alle probiert im Vorfeld. Und wir sagen, wir haben nicht acht geschafft. Das ist leider wahr. Der Auto auch. Wahnsinn! Ja. Valentin, sehr gut. Ja, acht ist sensationell. Das schaffst du. Also Anton mit drei Röhren. Wir haben gedacht, mit dreien bist du relativ safe weiter. Momentan das Schluss. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gespielt habe vielleicht. Hast du es denn schon mal gespielt? Nein. Dann guckst du jetzt in die Röhre. Ja, ich weiß doch gar nicht, was... Und bitte, ich weiß doch Zeit läuft. Aber Johanna sagte doch, sie habe fast immer Glück in ihrem Leben, ne? Hat man hier als PC-Gamer einen Vorteil, weil es ja eine Tastatur ist. Ja, also ich glaube auch, Johanna arbeitet im Redaktionsalltag durchaus mit Keyboard und Maus. Ja. Insofern... Einen hast du schon. Ich war gar nicht dran, das ist ein Fehler. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre jetzt Wirt dran gewesen und nicht Johanna, aber ganz schnell. Das passt schon. So, eine Röhre hat sie auf dem Konto bisher. Ja. Schön fallen. Sich dann so mutig fallen zu lassen, ja, dass man wieder möglichst flach wird, das ist schon... Ja. Das ist dumme Vieh, ey. Ich werde schon wütend beim Zugucken. Ja, absolut, absolut. Macht mich das Kribbeln so komisch. Zwei, schau doch her. Oh. Ja, schön. Ich sage dir, mit zwei ist sie im Finale. Das sage ich tatsächlich nicht mehr nach diesen Punkten, die wir haben. Aber zwei, also es kann ganz schnell auf die drei gehen. Du brauchst eine gute Röhrenfolge, ne? Und drei ist dann schon deutlich besser. Oder vielleicht sogar noch die vier mitnehmen, dann... Ich glaube, es kommen einfach noch ein paar Leute, die hier 0 und 1 machen. Ja, also, das kann sein. Es ist nicht ausgeschlossen. So. Hast noch ein bisschen Zeit. Ja. Deswegen, es kann dir wirklich jeder Run kann dein Ticket. Die sind immer unterschiedlich, die Röhren. Das hat sie korrekt festgestellt in Spiel Nummer 24. So. Das ist der letzte Run, es sei denn, sie knallt im Vorablauf der Timer noch. Da gehen wir auch durch. Nee, ja, zwei Stück. Das war's. Ist nicht gut, aber ist kein Desaster. Genau. Zwei. Zwei hast du, danke, Johanna. Okay, danke. Und jetzt kommt Da Wirt. Werden wir sehen, was diese zwei gleich noch wert ist. Ich habe Wirt übergangen. Das tut mir leid. Was? Wirt. Oh boy. So, man müsste jetzt meinen, dass Wirt jetzt hier mal wieder so Timer unsympathisch läuft. Gut ist. Weißt du, was ich meine? Ab jetzt, bitteschön. Ja, oder auch. Ja.
unsympathisch, hast du gesagt. Ui. Ja, aber warum nicht? Also so im Sinne von, auch schon wieder kann er etwas ja. gut. Also, ne, also, ist ja nicht schlimm. Nee, das macht Leute erst recht sympathisch, wenn ich alles... Also, da hast du vollkommen recht. So. Vielleicht ist das jetzt schon wieder dieses, nein, ich tue erstmal so und alles gut. Ja. Weil bisher steht bei ihm die Eins. Aber die steht auch wieder Eins. Netten Kugelmann vom Stimmt. Meinst du, er tut jetzt nur so? Nee. Corona. Ich glaube, er hat Schwierigkeiten. Das ist einfach. What? Das meinst du, ist nicht sein Spiel? Sie haben das eine Spiel gefunden. Man muss sich da erstmal reinfuchsen. Das hat ja nichts mit guter Steuerung zu tun, dieses Spiel. Das muss man erstmal bemerken, also, sozusagen. Das spielt sich wirklich ganz ekelhaft schlecht. Immer nein. Ja. Punkt hast du, hast auch noch Zeit. 40 Sekunden. Oh. Ja, und da sind wir genau da, was wir eben gesagt haben. Ne? Dieses zwei Punkte ist nicht, dass sie hier nichts wert sind. So, jetzt hat das ein bisschen... Oh ja, immerhin zwei. Irgendwann macht es ein bisschen Klick, dann hat man es... Oh! Das hätte ich jetzt tatsächlich von Wirt nicht erwartet. Ich glaube, er von sich auch nicht. 15 Sekunden noch. Go! Hast noch ein paar Runs. Oh, okay. Oh. Ja. Das ist sicherlich nicht das, was er sich vorgestellt hat hier. Mit Let's möglicherweise nur zwei Punkten. Jetzt die letzte Chance ein Punkt, hier. Oder? Okay. Nein, er hat zwei Punkte geschafft. Zwei Punkte. Warte, Mr. Run. Zwei. Danke, Miet. Stimmt, er ist in der zweiten Röhre gegen die Kugel. Exakt, ne? Okay. Genau. Und das wurde dann gnädigerweise innerhalb der Röhre. Jetzt kommt Melis. Ich bin super gespannt. Melis! Übrigens, Regie, falls wir die Tabelle haben, gerne einblenden. Genau, schon mal gespielt? Ja, ich habe es damals auch auf dem Handy gespielt. Technisch im Kinken. Dann laufen deine 90 Sekunden jetzt. Okay. Ja, sagte er und änderte es zu einem Nein. Ja. Zwei. So. Ja, das wird die 3. Das wird die 3 und das ist die 4. Guckt dir das an. 6. Okay, was zur Hölle? 6 Stück, Melis. Das ist wirklich. Wahnsinn. Boah, mein Puls. Wir müssten mal meinen Puls gerade messen. Ja, also man merkt, dass das Spielen auf dem Handy, ich glaube schon so ein gewisses... Aber das sieht auch so gekonnt aus, ne? Das Alter. Ist wirklich ganz elegant, wie sie da die 80 holt. Und damit ist sie gleich auf mit Walle und sie hat jetzt noch 30 Sekunden, dann nochmal richtig einen nachzulegen. Auch diese hier, ne? Schwierig und auch nicht geschafft. Aber sie hat es echt... Ja, da brauchst du dich nicht mehr ärgern, liebe Melis. Das ist dein Einzug in die nächste Runde. Passt ganz gut. Bitte nicht. Ja, doch, du hast recht. So spannend. Ja, ich hab den 9. Ja. Wir, das ist nicht wahr. Wir sehen die Zweistelligkeit. 11. 11 Stück. Krass. Wahnsinn. Da kann man wirklich nur... Wahnsinn! 11 Punkte! Ich würde fast behaupten, das hat noch kein Mensch bisher geschafft. Nee, ich glaube auch. Das ist jetzt hier der offizielle Weltrekord. Ich habe übrigens, ich kann es jetzt sagen. Wahnsinn! Ob absolute das Highscore! 11 Punkte und ich glaube, wir können auch mal auf die Zwischenergebnisse schauen. Da sehen wir es, was das für unsere dynamische Tabelle bedeutet. Melis setzt sich hier ganz klar an die Spitze. Vor Valentin, Florentin, Ben, Anton, Wirt, Johanna. Also, da sieht man, was so diese zwei wert ist. Und wir machen direkt weiter, das ist ja unglaublich. Lisa! Lisa Meier, ja, genau. Hi. Schon mal gespielt? Nee, ich kann aber jetzt auch nur noch verkacken, glaube ich. Na, okay. Ja, könntest aber auch was gewinnen. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los und deine 90 Sekunden laufen jetzt. Deswegen nochmal, wir haben hier 24 jetzt gerade, die in Spiel 2 spielen. Die letzten 5, die mit den schlechtesten Punktzahlen, die fliegen raus. Alle 19 darüber kommen weiter. Keine schlechte Chance also hier. Ja. Ah,
Okay, ich mache jetzt, gebe jetzt auch hier diese Pose. Medis Pose. Einmal Leertaste, so, genau. Ja. Ah, ich dachte, wollte gerade schon sagen, hat sie die Hover, den Hover-Bug gefunden. Das sah sehr gut aus. Aber die bleiben alle sehr cool, ne? Das wundert mich auch. Vielleicht war das ja mein Problem, dass ich nach zwei Toren schon ausgerastet bin. Ich weiß es nicht. Oder ja, unser Problem. Das in den Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob es leichter ist, wenn man es probt oder im Ernstfall, wo man dann wirklich sagt, jetzt geht's um alles. Aber ich, wie ich, also ich habe ja vorhin Hard Reset gesagt, weil Maverick Bird eine Abwandlung von Happy Bird sozusagen damals Ede in den Wahnsinn getrieben hat. Okay, und zwei, ja. Damit hatte ich es einfach gerechnet. Ja, er aber sagt sich wahrscheinlich jetzt auch gut, dass ich rausgeflogen bin. Unsere Mitarbeiter sind scheinbar alle eiskalt und nervenstark. Und mit drei wärst du hier schon sehr gut dabei, haben wir gesehen. Andreas baut sanft, aber legitimerweise hier ein bisschen Druck auf für Lisa Meyer. Sie hat ja ganz, ganz souverän eben in dem Duell gearbeitet gegen Lisa Handjek. Da war sie kaltblütig. Hm. Hier vielleicht ein bisschen zu kalt. Sie muss die zwei schaffen. Ja. Das kann ich schon. Zwei hat sie geschafft. Hat sie nicht. Ja. Passt irgendwie nicht. Ja, hast recht. Aber was sie bräuchte, wäre die drei. Okay, letzter Mann. Das war's. Den kannst du noch machen? Ja. Ja. Das ist das leider nur die zwei. Heißt nicht alles, heißt ein bisschen. Im Chat steht gerade, 2311 ist der Weltrekord. Vielleicht sehen wir den ja heute hier. Das oder würde aber sehr lange dauern. Na, knapp Vitus. Daneben. Knapp daneben, genau. Vitus ist ran. Vitus, der eben Marika aus der Buchhaltung. Nee. Dann laufen da 90 Sekunden ab jetzt. Er hüpft sich ein bisschen ein, ganz geschmeidig. Es sieht unglaublich leicht aus. Mhm. Also ja, unglaublich ist vielleicht ein bisschen. Ja, der kann. Und da steht die 2. Also 2, glaube ich, musste schon mal haben. Ja. Ich habe das Gefühl, der. Der macht hier gleich noch einen Run. Ja, da bin ich noch nicht ganz überzeugt. Weil jetzt gerade, das ist so diese Verzweiflung. Weißt du, wenn du es so wegwirfst, indem du einfach ins Gras beißt, anstatt dir an der ersten Röhre zu scheitern, dann sagt das schon ein bisschen was über deine Moral aus. Aber ich korrigiere mich, er hat immerhin die 3 jetzt geschafft. Ah ja, er ruft sich hier so ein bisschen ein. Ja. Super, wir sehen die 4. Die 4, das ist schon eine richtig gute Zahl. Vor allem auch dieser Frust, weißt du, du scheiterst an der ersten Röhre. Hm. Und die bist du jetzt wieder an der ersten Röhre, bist das ist nicht viel. Aber diese 3-4 Sekunden, ne? Machen halt schon richtig viel. Ja, und das schon wieder. Und dann geht es wieder. Ja. Und dann sind 10 Sekunden weg. Und auch diese richtig ekelhaft schlechte Kollisionsabfrage, dass der Kopf ständig an so einem unsichtbaren. Ne, da fehlen ja immer. Genau. Ich weiß, was du meinst. Man hat immer das Gefühl, es war unfair. Ja, unfair. Aber er hat 4. 4 ist, würde ich sagen, ein fast schon sicheres Ticket, es sei denn, jetzt kann er den eben vor Ablauf begonnenen Run vielleicht noch ein bisschen verbessern und er kann es nicht. Dankeschön, ja, 4. Sehr, sehr Miriam. Gut. Genau. Miriam. Darf ich bitte eine Proberunde haben? Nein. Eine einzige. Nein. Also das ist schon ganz schön mutig von Miriam. Andere sagen, deine 90 Sekunden jetzt. Und bitte. So, Miriam. Also, kümmert sich normalerweise um unsere Talents. Jetzt kümmert sie sich mal um das Federvieh und streichelt mit der Leertaste elegant durch die erste Röhre. Aber eine Röhre, das kann man jetzt schon mal sagen. Ah, schau dir das an. Da steht die 2, die eine 1. Das sieht ganz gut aus. Das sieht nicht schlecht aus, da hat sie nämlich die 3. Es wird besser. Stark. Ja, sie probt halt quasi live. Mhm. Da war wieder sowas, ne? Das hat ja maximal den Pony da ein bisschen gestriffen. Das nicht. Man wünscht sich so eine Mario-Röhre, ne? Wo es dann so mal durchgeht. Ja. Ah, komm, 3 ist schon. Ja. Hast noch Zeit? Hast noch 33 Sekunden? Oh, ja, das wird es aber. Ja, die magische 3 muss es schon sein, langsam, ne? Ja, da hat sie. 4. 5 Stück, ja. So. 15, 16.
Ja! Ja, 5, ganz ehrlich, es geht hier nicht um den absoluten Highscore, es geht einfach nur darum, mit einer Punktzahl in den besten 19 zu sein. Ja. Chillt chill. Chill sie sich da ganz gediegen weg. 5. Vielen Dank. War das sehr gut. Bianca, bitteschön. So, Bianca hat eben Sia rausgehauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sia hätte dieses Spiel sehr gerne gespielt. Hm, ich weiß nicht, warum. Seine 90 Sekunden. Übrigens, Matthias liebt ja auch so einen Scheiß, glaube ich. Ne? Also Matthias hätte hier auch gerockt. Ja, das stimmt. Aber Matthias kann das auf der Busfahrt nach Hause auf dem Smartphone spielen. Oder auch nicht. Oder er sitzt auf der Couch und hofft auf die Wildcard. Exakt. Also, nochmal fürs Protokoll. Wir sehen hier bisher bei Bianca die 1. Ja. Und die 1 wird höchstwahrscheinlich nicht reichen. Man muss irgendwie zwischen die Röhren kommen, damit es als nächstes zählt. Man genau, nicht, irgendwie so frontale Gegenklatsche. Ja, so. Ich glaube, genau. Wenn du in der Röhre schadest, dann ist okay. Sobald du sie irgendwie so ein bisschen betrittst mit der Schnabelspitze, habe ich den Eindruck, zählt die Röhre. Ja, da ist die 2. Die braucht sie. Da ist die 4. Ja. Ah nein, sie ist davor geknallt. Ja. Aber die 3 ist gut. 40 Sekunden hast du noch. Ja, da ist die 3. Es kann so schnell gehen hier wirklich. Mit einer Röhre, mit ein, zwei Röhren mehr, sich da quasi fast schon in Sicherheit zu fliegen. Und es ist unglaublich frustrierend, wenn du wirklich nur 2 schaffst. Wenn du in 90 Sekunden in diesem Spiel nicht mehr schaffst, als durch 2 Röhren zu fliegen. Oh Mann. Das verstehe ich, den Ärger. André, wir alle 3 eigentlich. Alles Bonus. Einfach chill. Erklären wir gleich. So, da wird nochmal richtig ordentlich gehämmert auf die Space-Taste, als ob man noch ein paar Zeichen frei hätte für die Abschlussarbeit. So, Zeit ist abgelaufen. Zack, 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 genau. Letzter Run. Ist sie noch knapp drüber, hat die Chance. Und das ist schön, das sind natürlich dankbare Röhren, die da jetzt kommen. Sie taucht in die letzte ab, einmal ab in die Wolken. Macht plötzlich, als ob sie nie was anderes gemacht hätte. Ja, aber das war jetzt alles nach dem Timer. Das lassen wir da gelten? Ja, weil sie vorab Abschluss des Timers diese Runde gestartet hat. Okay. Die darfst du dann noch zu Ende fahren. So, jetzt. Achso, okay, 90 Sekunden laufen. Du wirst nicht glauben, aber damals auf dem Handy wurde das mal gespielt. Ich bin auch bereit übrigens, falls du das auch noch fragen wolltest. Nö, gar nicht. Okay. Möchtest du mich zwischendurch verstehen? Ja, da ist die 2. Ja. Wie das so mit Überheblichkeit ist. Moderator, da kannst du mal was tun jetzt auch. Ui, schau dir das mal an, während er spielt. Legt er sich schon mit Andreas an. Nicht erst im Backstage-Bier. Oh. Der Joke wurde zum ersten Mal gemacht. Schau dir das an, ne? Das ist schon die psychologische Kriegsführung, die davon ausgeht, ich bin hier sicher weiter. Hey. Mhm. Aber ganz so sicher. Mhm. Das klingt so, als würde ich das gefallen. Mhm. Er hat auch die 2 bisher nur gesehen, ne? Mhm. Ah, da ist er nochmal schön runter. Ja, okay. Das ist die 5 und 5 ist schon einfach ein gutes Ergebnis. Auch ein häufiges Ergebnis. Ja, ja, es sind schon ein paar Fünfer dabei. Und auch das kann sich natürlich noch als Fluch entwickeln. Ich würde nämlich sagen, wir schauen hier nach nochmal auf die Tabelle. Wir haben nämlich die Hälfte aller Partien gespielt und dann können wir mal schauen, wie sich das Punktebild denn hier so verteilt. Wer wäre denn jetzt raus nach aktuellem Stand? Noch wäre niemand raus, weil wir ja mindestens 19 Sachen gespielt haben müssen. Stimmt. Aber dass man überhaupt mal guckt, welche Range wir haben, die ist nämlich durchaus, ja, mal schauen. Es hängt halt maßgeblich davon ab, wie viele Zweier wir haben am Schluss. Ne? Darfst du noch? Ja, schön, da macht er ganz geschmeidig die 5 und die 6 tütete ein, dann lässt er sich. Ist natürlich auch ein dankbarer. Komm, ist dankbar, ist leicht. Ja, komm. Könnte, das ist. Oh, ja. Okay, ja. Nicht schlecht. Und ich muss sagen, diese Arroganz, die er eben hat, gegen alle ausgeteilt, gegen Andreas, den Game Master, gegen die Konkurrenten, hat beschissen gespielt und plötzlich 15 Punkte. Wollen wir nicht eigentlich nur noch den letzten Run spielen? Weil irgendwie dreht er ja durch. Wir können einmal auf die Punktetabelle gucken, denn da hat sich jetzt einiges getan. Janis setzt sich mit Ansage an die Spitze, Melis dahinter, Walle, Bianca,
Miri, Florentin, Ben und dann die hinteren Plätze wird Johanna, Lisa. Mit den 2 Punkten sind hier wahrscheinlich arg gefährdet. Hier geht's weiter direkt mit Krogi. Krogi! Krogi, hattest du schon mal einen 90-Sekunden-Timer? Hm? Ja, okay. Dann läuft deine Zeit jetzt. Bin ich gespannt. Krogi kann ich auch gar nicht einschätzen. Ich hab dich auch nicht verstanden. Das sieht jetzt schon gut. Ich sage, er macht's. Ich sage mal, er kann das. Krogi. Er kann das. Er sagt auch, die erste Hörer hat dich so überzeugt. Hey, ich gewinne, weil ich ein zäher Hund bin. Hat er als sein Zitat sozusagen hier eingereicht. Ja, dass er die gute Laune als letztes ablegt. Ja. Glaube ich sofort. Er bleibt, aber so, er bleibt immer so cool. 4. Ja. Hast noch eine Minute. Ich erinnere mich nur an glorreiche Tilt-Zeiten, an unsere alte Pinball-Sendung. Mhm. Da hat er auch immer mit dem Gesichtsausdruck eines Gewinners am Spielgerät gestanden. Aber mit dem Gesichtsausdruck eines Verlierers ist er nach Hause gefahren. Der hat sich nicht geändert, der Gesichtsausdruck. Okay. Allerdings das Ergebnis. Ich verstehe nicht ganz, wie man dieses Vögelchen steuert. Ich glaube, das hat er auch gemein mit den meisten Konkurrenten. Ja, so ein Detail halt. Konkurrenten. Hat schon, danke für den Tipp. Hat auf jeden Fall so ein eigenes Leben. 30 Sekunden noch. So eine Sondertaste. Der hat an. Oh Mann. Das ist schon ärgerlich. Ist eigentlich ich hab vergessen, ist die Originalmusik des Spiels sehr nervtötend, sodass ihr ihn in den Wahnsinn treibt noch zusätzlich? Oh nee. Das ist eine gute Frage. Den darfst du noch? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht hätte er nur so ein. Ja, ich glaube, das ist einfach nur so ein. Okay, nur 4, also dein Favoritenstatus. Ja. Hat er sich ganz erfüllt. Ja. Carsten, der sympathische Tuddle-Killer aus der ersten Runde. Falls du es vergessen hast. Tuddle-Killer. Ich glaube, er ist ja bei uns im Finanzbereich unterwegs. Mhm. Okay, dann laufen deine 90 Sekunden jetzt. Bitteschön. Wenn er jetzt immer solitär spielen würde, ne? Oder wenn wir hier solitär spielen, hätte er vielleicht gute Chancen. Timer? Kann auch sein. Ist okay. Ja, Timer läuft. Da haben wir ihm ein bisschen was geschenkt, aber er hat es direkt an die Röhre gelenkt. So, das schauen wir doch mal, ne? Man sieht ja ganz gut, wieso Leute den ganzen Tag am Computer sitzen und arbeiten, wie viel Freizeit sie haben bei dieser Art von Spielen, ne? Richtig. Nicht nur am Browserverlauf kannst du es erkennen. Mhm. Stimmt. Wer hat einen Job, der am ehesten darauf aufbaut, immer nur eine Taste zu drücken? Ja, exakt. Und du sagst, er ist im Finanzwesen, vielleicht drückt er immer nur löschen. Weiter. Immer nur weiter. Genau. Nee. Absetzen. So stellen wir uns das vor, ne? So, da habe ich heute. Oh, ich habe schon 2 Überweisungen geschafft heute Vormittag. Ich mache jetzt Feierabend. Ja, genau. Ne? So, 2 haben wir gesehen, glaube ich. 40 Sekunden noch. Hm. Ja, super. Macht er gut. Ja, Tuddle-Killer, die Andreas ihn liebevoll getauft hat. 8. Schöner Run. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also wir haben das Spiel geprobt mit verschiedenen Leuten, ne? Mhm. Micha, und wir sind ja wirklich der Meinung gewesen, unserer und der anderen Probenmenschenleistungen entsprechend, dass das hier so ein ganz zähes Gegurke im Zweier bis Dreier, so wer 4, der gehört schon zur Weltspitze. 10 Sekunden. Ist ganz anders, das, was wir hier sehen. Das stimmt. Du könntest auch sagen, wir hatten erst mal morgen nachgedacht. Ne? Wir hatten mal morgen. Galt dann aber als zu kompliziert auch zurecht. Da musst du ja schon ein bisschen mehr Skill haben, Fadenkreuz, Maus. Genau, so, das meinten wir mit niedriger Einstiegshürde hier. Ja. Morgun deutlich zu komplex. So packen, ne? Weil das kann man nicht erkennen. Auf jeden Fall. Jetzt dann bin ich gespannt. Läuft deine Zeit jetzt. Meinst du, Gunnar wird jetzt gebrochen? Weil es wird irgendein Spiel geben, da kannst du nicht weg. Nee, das macht er wieder gut. Er braucht jetzt ein paar Anläufe, bis er rein. Oder er braucht gar kein paar Anläufe. Ach. Das ist. Haben alle die Handys abgegeben, die noch nicht gespielt haben? Ja, 3. Also, aber es ist schon. Ja, das sieht gut aus. Ja, genau. Er hat nur ein bisschen Pech gehabt jetzt, aber der flattert da sehr elegant durch die Röhre. Oh, schlecht. Ja, stimmt. Ungewohnt selbstkritisch. Eine Minute noch. Oh, meinst du, jetzt geht's den Bach runter? Das hatte ich dann auch ein paar Mal, wenn man auch nur ansatzweise
Oh, das ist schwer. Ah, der ist fies. Das war schwer. Der war fies. Das war schwer. Also man wird auch durchaus mal längere Zeit schlechter. Man weiß nicht warum. Ja. Man weiß nicht warum. Aber das ist ja das Schöne, weil das ja so zack, zack, zack geht. Ah, hast du gesehen, wie er sich da unten noch gefangen hat? Das muss man auch mal loben. Ja, ja, aber nicht, wenn es danach direkt mit dem Köpfchen an die Beule geht. Ne? Also das ist dann auch... Hast noch Zeit. Ja, gut. Hier. Wunderbar. 5, 6. Sehr, sechs, sehr schön. Gut. Das ist schon sicher. Das ist schon gut. 20 Sekunden noch. Kannst du noch rein? Danke. Ja, das. Oder darf er den jetzt auch noch zu Ende machen? Den darf. Oh. Ich glaube, das war. Ja. Sechs. Aber er hat 6 und das ist gut. Danke, Gunnar. Steffen. Duell Nummer 16. Bei der 19. Nach der 19 schauen wir mal auf die Punktetafel. Genau. Mhm. Denn dann wissen wir ziemlich gut, was man hier so. Schon mal gespielt? Stimmt. Hm. Irgendwann. Steffen war im Verein. 90 Sekunden Zeit. Den goldenen Vogel. Auch für dich, bitteschön. Timer läuft. So. Ja, einige müssen sich ein bisschen tiefer bücken, andere haben da. Es scheint gut zu sein, wenn man so richtig sich hart vor dem Bildschirm klemmt. Ja. Man muss sagen, die Ausstülpung seiner Kapuze hat gewisse Notre Dame-Glöckner-Vibes, ne? So ein bisschen so. Das stimmt. Wie so eine Schildkröte, ne, wo der sozusagen den Panzer bewegt. Ja, ich muss auch zugeben, beim Splitscreen, ich schaue mehr zu Steffen links und finde das so relativ. Das ist ein sehr massiver Kapuze. Ja, absolut. Kapuze ist absolut Qualität. Da könnte hinten jetzt auch so ein Helm sich überstülpen, so ein Raumhelm. Ja, richtig. Ab ins All. Die Lebensschläuche hängen links und rechts. Hast du aufgepasst, wie viele. Nicht viele, nein. Deswegen hoffe ich, dass es noch mehr werden. aber Andreas wird sicherlich treusorgend und Schiedsrichter-esk, wie er ist, exakt die Zahl gleich für uns haben. Okay. Ja, Mut zum Fallen lassen braucht man einfach. Ne? Man muss quasi immer im letzten Moment wieder Leertaste drücken. Aber ich sag's mal, wenn er so richtig schlaff nach unten fliegt, dann wieder irgendwie in den Steigemodus zu kommen, ne? Dann das da schnell wieder hochzukommen, ist auch eine Kunst. Ja. Kannst du trainieren? Und da hat er die 3 und da hat er die 4. Jetzt auf den letzten Metern hier noch. Hat er sich noch gerettet. Hat er gut gemacht. So, letzter Run läuft. Jetzt kann das nochmal verbessern. Oder mit 5 nach Hause gehen. Danke, Steffen. Er geht mit 5 nach Hause für den Moment erstmal. Kein schlechtes zwischen. Julia. So, jetzt bin ich auch super gespannt. Nicht auf dem Handy, nicht einmal und wahrscheinlich ein Spiel, was ich sofort in die Ecke schmeißen würde. Ist ja zum Glück nicht auf dem Handy. Ja, stimmt. Leertaste. Die haben alle so eine angelegt und Pose an, okay. Ja, deine Zeit läuft jetzt. Ja, zugeschaut hat sie definitiv genug bei den Gamerinnen und Gamer bei uns. Ob sie das natürlich jetzt selber in die Praxis umsetzen kann. Sieht gut aus. Ja, guck dir das doch mal an, sie macht doch gleich die 4. Ja, sehr gut. Er ist beruflich auch viel in Excel-Tabellen unterwegs. Ja, absolut. Also, ne, und dadurch vielleicht auch so eine Ruhe. Ja, oder auch mal frustriert so ein bisschen auf die Leertaste hämmern. Ja. Das ist eine beliebte Hammer-Taste, ne? Ja. Die ist breit, die hält ein bisschen mehr aus, als jetzt zum Beispiel, wenn du aufs V die ganze Zeit haust. Mhm. Die Leertaste würde mich übrigens richtig aufregen. Das ist nämlich keine. Ich brauche so eine richtige mit Tiefe. Ja? Das hier ist so eine digitale, glaube ich. Okay. Weißt du, verstehst du, so eine Laptop-Leertaste. Richtig viel Spiel hat, brauchst du so eine. Ja, ich brauch so eine von einem richtigen Keyboard, so eine richtige. Okay. Wie so eine Klaviertaste fast. Ah, okay. Dann komme ich klar. Also richtig so eine, wenn ich neben dir sitze und du schreibst lange Ball. Texte, geh mir auf den saftiger Ball. Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, aber wie gesagt, 4 für Julia ist nicht schlecht. Wir haben nämlich, wir gucken nachher mal eben drauf, durchaus ein paar 4er-Kandidaten hier, auch ein paar 2er und 3er. 6. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh shit. 6 ist 10 Sekunden noch. Ich lege mich hier fest mit der 6, bist du safe, Alter. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Vorbei. 6. Hat sie gut gemacht. Jetzt kommt Sarah Kelberer. Sarah.
Willst du Flappy Bird spielen? Dankeschön. Du kennst das Spiel? Was soll denn das? Ja. Gut. Dann laufen deine 90 Sekunden jetzt. So, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt auf Sarah. Sarah, ist es, gibt, ja? Es gibt tatsächlich einen Flappy Bird Multiplayer. Oh, fast gewählt. Darf ich nicht zuhören, Mann. Du meinst, wo man simultan gegeneinander an. Ja, ja. Und wenn du dann dem anderen davon flatterst, da hat er halt Pech gehabt. Also ah, okay. Das fanden wir aber zu gemein. Oh. Naja, komm, drei Röhren. Ja. Grafik ist wie beim aktuellen Pokémon, also müsstest du eigentlich. Sarah kann sich ja auch ganz fantastisch aufregen. Ja, die 4 muss ich. Hat sie die 4 schon? Die hat die 4 noch nicht. Deswegen mit der 3 ist das jetzt noch kein sicherer Ball. Und natürlich, je mehr Leute sich da in diesen niedrigen Rängen tummeln und punktgleich sind, desto mehr müssen selbstverständlich gleich nochmal in die Verlängerung gehen. Oh, da kommt jetzt ganz entspannt die 3. Da ist die 4. Langsam macht's Bock, oder? Langsam macht's Bock, sag ich dir. Es hat so eine masochistische Wirkung, des Spiels. Ja. Möchte sich dann da weiter, wenn man seine gesamte Lebenszeit dafür verschwendet und aufbringt, es wird sich. Ich kenne das auch bei Spielen, aber bei Flappy Bird ist es mir zu. Boah, ist das, das kann einen zu schnell in den Wahnsinn treiben. Ja. Zu weniger Sekunden. Jetzt hat sie noch mal eine Chance. Hat eine Chance und bei 2-4 ist ihr Top-Ergebnis. So, den Leo schauen wir uns noch an und Leo. Dann werden wir uns mal das Scoreboard zu Gemüte führen. Kann ich auch wieder gar nicht einschätzen. Schon mal gespielt. Ich hasse. Der Ping ist okay, glaube ich. Ich hasse, was er hat. Ja, dann läuft das reicht dann auch. Timer läuft. Aber vielleicht ist das das, was er braucht, weil es ihn eben nährt. Naja, vielleicht auch nicht. Wollte nicht reden mit mir, der Mann. Oh, direkt vor die erste Röhre, das macht einen schon mal richtig. Ach gut. Ist ja privat richtig scheiße, wenn man sich die Rübe stößt. Ne? Ja, richtig. Gibt, ja, und wenn dann Leute lachen. Genau, wenn dann Leute auch noch lachen, boah, dann möchtest du direkt die Eisenstange rauf. Exakt, und dann stößt du dir nochmal die Rübe und nochmal. Also es ist ja quasi, naja. Also Leo, jetzt mit einem ganz weit hin. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein schlecht gelaunter Hafenarbeiter gerade, ne? Dieser Gesichtsausdruck hat so ein bisschen was von, wann ist denn fucking, wann kommt endlich die MS Luise zum, ich will Feierabend machen. Aber wir haben die 2 gesehen, oder habe ich mir nur eingebildet gerade? Ja, ich meine auch. Ja, das war sie nicht. Nee. Fast noch eine halbe Minute. Guck ihn dir an, das ist wirklich so. Ah, immer so schön gestriffen. Sieht aber auch so ein bisschen aus, als ob man so einem einarmigen Mann sitzt, ne? Und denkt so, jetzt nochmal die Hypothek, aber jetzt klappt, jetzt klappt, Schatz. Ja, grob, spielt grob. Ja, er spielt, ja. Habe kleine Vögelchen. Hat ja ganz fantastisch, diese Kino Plus, den Honest Trailer, da hat er sozusagen die Feingeistigkeit rausgeholt. Hier hat er eher die Zärtlichkeit eines Metzgers. Ja. Ah, das ist schwierig. Jetzt. Ah, oh. Na, okay. Waren das 2 oder war das 1? 2? Ich muss jetzt mal die Regie sagen. Ich tatsächlich muss zugeben, wir haben so viel über seine Metzgerqualitäten geredet. Das waren 2 Punkte. Wir können einmal auf die Blitztabelle schauen, bevor die letzten 5 Leute dran sind. Kann man das einmal sehen? Ja. 5 Leute kommen, deswegen gucken wir uns das mal von hinten an. Leo, Johanna, Wirt, Lisa. Momentan in der Todeszone, würde ich es mal nennen. Anton, Vitus, Sarah, Krogi, Ben, auch alle aus meiner Sicht noch bedroht. Also wir haben es gesehen, was hier mit einem Run möglich ist. Oben Jannes nach dem Höhenflug auf 15 Punkte und Melis bei 11. Wir machen aber weiter mit Ingo. Ingo! Oh, Ingo, lass Ingo das gut spielen, ey. Ja. Das wäre doch jetzt kacke, wenn er da einfach... Bist du die Stimme von Flappy Bird? Wie das geht, ich hab, bereit? Flappy... Dank schon mal. Und ich guck dahin. Kann ich Nee. Zeit läuft. Bitteschön. So, ja, vor allem Ingo hat bestimmt schon diverse Reviews zu Flappy Bird und diversen anderen Themen. Also okay. In der Theorie, glaube ich, kennt er sich bestens mit jedem Spiel aus. Reinkommen, Oh.
Jetzt konzentriere ich mich. Ja. Ja, vielleicht einfach mal mithüpfen. Oh. Ja, vielleicht auch nicht. Ja. Dass er die, ich weiß, dass er bei der nächsten Kategorie... Oh, hätte ich doch nicht so nervös. Wäre ich doch nicht so nervös. Hast noch eine Minute. Oh, da wollte er zu hoch hinaus. Das wäre fast die zwei gewesen. Ja. Schafft die zwei. Ich bin sehr parteiisch gerade. Ja, wir wünschen es doch alle. Ich meine, Ingo ist halt die Stimme der Herzen. Da war ich doch schon durch, Mann. Hast du noch Zeit? Ja. Komm, Ingo, wir wollen doch die zwei sehen. Du musst dich doch... Hatte schon jemand eins jetzt hier in dem ganzen? Nein. Nee, ne? Deswegen, also ja, aber da ist die zwei. Da ist die zwei und damit ist er im Club. Im Club, der dürfen vielleicht nochmal ran, Leute. Ja. Weil sollten natürlich am Ende des Tages die letzten fünf jeweils zwei Punkte haben. Dann sind sie alle raus und es kommt eben nicht noch zu einer möglichen Verlängerung. Mach mich nicht nervös. Hast du auch Zeit? Stimmt nicht. Jetzt, oh, den darf er natürlich noch mitnehmen. Den darf er noch mitnehmen. Das ist mein letzter Run. Darfst du noch, ja. Ja. Oh, es bleibt bei der 2. Zwei Punkte. Das wird spannend. Milena. Vier Partien haben wir jetzt noch. Wenn also eine weitere Person zwei macht, wenn ich die Rechnung gerade richtig habe. Dann gibt laufen es deine 90 Sekunden ab jetzt. Bitte schön. Zwischen den Zweierkandidaten eine Verlängerung. Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Das ist die 3, das ist die 4. Ja. Hast du das? Kleine Stummelfinger wurden da gerade gerufen. Ja, das ist... Kommen hier schon die Ausreden. Ich glaube, weil wir ihre Finger nicht sehen können, es kann sein, dass sie... Achso, meinst du tatsächlich, Milena war gerade mit den Stummelfingern gemeint? Das weiß ich nicht genau. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie meint eher die Flossen vom Vogel. Ach so. Aber er verändert auch nicht seinen Gesichtsausdruck, wenn er gegen knallt, ne? Nee. Das ist einfach, der ist ganz stoisch. Der ist so oft gegen, der spürt da keinen Schmerz mehr an der Stirn. Das ist echt so eine fliegende Bumsebirne, also. Ja, wenn man das Spiel mit so richtig gemeinen Geräuschen, was dann noch optimieren würde, sozusagen, so, ne? Quack, quack, so richtig, wenn das Viech so richtig hast noch 20 Schmerz Sekunden erfüllt. Macht sie gut. Da hat sie die 4 und da hat sie die 5. Damit ist sie damit safe. Das kann man sagen an dieser Stelle. Mit 5 bist du safe. Alter. Ah. Den darfst du noch? Drei, aber 5. Milena kommt. Melina, war das geplant oder war das Zufall? Okay. Ist breit. Ja, ich spiele ja gar nicht auf dem PC. Also. Ich spiele, also das ist in diesem Spiel. Nicht breit. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt. Also abgesehen davon, dass sie mir die Standardausrede klaut, ist sie hier auch einfach nicht zutreffend. Ne? Nee. Ja. Können wir noch ein Gamepad anschließen für die Nummer? Also die 1 steht. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so. Ich zähle nochmal. Schauen wir es gleich nochmal an. Ich vergesse mal wieder zu starten. Ey, das wird nix. Eine Minute noch. Das haben schon andere gesagt und dann hatten sie ganz oft die letzten Meter nochmal plötzlich 5. Man das kann in so einen Flow geraten irgendwie, ne? Und dann... Oder auch ein bisschen Glück haben, weil das muss man fairerweise sagen, es sind ja nicht alle Röhrenkombinationen gleich schwer oder gleich leicht, ne? Also. Aber wir haben bisher die 1 gesehen bei Mel, ne? Das ist so, sie hat jetzt noch eine gute halbe Minute. Ja. Ja, aber so ist das halt. Würde ich euch das Ding hier durchspielen. Ja. Durchspielen. Das hat, glaube ich, noch keiner. Nö. Konzentrier dich. Hast noch 20 Ich kann mir Sekunden. Überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Rekord, den wir eben gehört haben, aus dem Chat. Was das mit dem Menschen gemacht hat. Ja, wie mit man Gehirn dieses Menschen. Absolut. Also,
Du musst doch vollkommen in einer Art von Todestunnel gefangen sein. Dafür musst du andere Bereiche des Hirns opfern, um das hinzukriegen, sozusagen. Du musst eigentlich Dinge, Bereiche abschalten dafür. Letzter Versuch, jetzt wenigstens sich die zwei noch zu sichern und. No. Es hat nicht geklappt. Nicht mal die zwei, die als letztes. Bist du in meiner Redaktion, ist okay. Schön. So, jetzt bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Jen und danach Markus, die letzten beiden. Dann laufen deine 90 Sekunden jetzt. Sie guckt jetzt guck dir das an. Sie guckt, als ob sie genau weiß, was die Newsseite. Du kannst mir doch gar nichts. So, weißt du, so. Ja, aber auch so morgens mit dem Kaffee erstmal schön vor dem PC und du weißt genau, du erwartest nur schlechte Nachrichten. Ach, da sind sie ja auch schon. Zwei. Alles die Haltung, mit der hier durchkommen. Also, ja, absolut. Ist mir doch scheißegal, ey, was mir hier vorsetzt. Das ist richtig blöd. Die 6 steht. Das ist gerade nicht passiert. Oh, Entschuldigung. Okay, Brain Lag. Und das wieder Killer-Modus angestellt, ne? Wie sie selber sich da resettet kurz. Mhm. Du kannst es waschen. Ich finde es auch absolut respektabel, dass sie, wenn du, sie hat jetzt 6 und sie will einfach das Gefühl einer guten Sportsfrau geben. Sie können jetzt auch einfach sagen, komm, scheiß der Hund drauf, ich bin auch eh weiter. Mhm. Vielleicht hat sie es nicht auf dem Schirm. Vielleicht will mir war es auch so, ich habe dann irgendwann mal 5 geschafft und danach vor lauter Begeisterung nur noch 1. Das ist tatsächlich so. Man denkt, man hat es begriffen und dann... Last. 20 Sekunden, 6 hast du schon. Was ist denn los hier? Entschuldigung. Du hast schon stark. Ja. Du kannst ja nicht mal aufhören. Komm noch einmal. Eine gute Performance schon. Jetzt wird's immer stabil. Ja. So, und, ja. Da letzter buschelt Run, sie sich du durch. Darfst du noch? So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, da ist alles jetzt nur noch Schönheitskorrektur, was da gemacht ist. Denn mit 6, das können wir sagen, ist sie sicher weiter. Okay. Also ich weiß, dass Markus ein super... Und 3, 2, 1. Einmal läuft. Mit der Haltung kommt man da leider nicht sehr weit. Wenn man so brodelt, klatscht man direkt vor die erste Rinne. So wie jetzt, genau. Also er kann diese Klickerspiele, weißt du, diese Klick mit Mario da. Markus, deine Verwandten gucken doch. Ja, er hatte vor allem bei Game 2, arbeitet er immer noch, zu meiner Zeit, hatte er auch immer die Zeit. Mhm. Einfach so ganz entspannt mit einem Daumen so den halben Arbeitstag rumzubringen. Ja. Grüße gehen raus und hat trotzdem Top-Beiträge gemacht. Leider nicht. Eins ist besser als 0. Hast noch eine Minute. 1 ist besser als 0. Ich finde das auch schön, dass man auch in der tiefsten Niederlage immer noch das Schöne sieht. Ihr standet auch alle da. Ich weiß. 3, das ist raus aus der Todeszone. Also wenn man zweimal schnell hintereinander drückt, dann hebt der Vogel richtig nervig ab. Ja. Das ist die Scheiße. Du musst im Grunde den Rhythmus finden. Und dieses Heck, also zweimal schnell, dann ist der Zack an der Decke. Aber er tippt konsequent durch, ne? Damn. 30 Sekunden. Ja. Scheiße, weiter. Das ist witzig, so Markus und wir jetzt sind ja eigentlich so die Leute, wo man gesagt hätte, wir haben flotten Finger. Ja. Bin ich, ich sag's, wie es ist, ich bin sehr verwundert, dass diese beiden, die wirklich, ja, zu, ich glaube schon, zur so Gaming-Elite zählen, sag ich jetzt vielleicht nur für die Spannung, vielleicht stimmt's auch. Dass die beide hier wirklich mit 2 rumdümpeln, jetzt die letzte Chance von Markus. Jetzt muss er. Das bringt er doch raus. Es sind nur 2 Punkte bei Markus. Was für ein Wahnsinn, den wir hier erleben. Aber bei 2 Punkten haben wir ja schon gesagt, ich habe es nicht durchgerechnet, aber ich glaube, er kriegt nochmal eine Chance, oder? Ja. Also, 2 Punkte. Das heißt, wir machen gleich ein Stechen. Und die schlechte Nachricht ist, ihr müsst hier nochmal ran. Ja. Aber vorher, nach einem Spot, geht's weiter. Nach einem Spot gucken wir uns das an. Bis gleich. Wir können
die Welt retten. Und dann würde ich sagen, trennen wir die Gruppe einmal. Oh mein Gott. Wie viele Lebenspunkte hast du? 27. Nein! Mann! Ja! Und jetzt erzählst du irgendwas von Stimmen in deinem Kopf. Wie soll das denn nicht verrückt klingen? Lass meine Freundin in Ruhe. Zurück bei Last Bean Standing. Spiel Nummer 2 liegt hinter uns, aber noch nicht so ganz. Diese tapferen Männer und Damen sind noch drin, aber von Mel müssen wir uns jetzt verabschieden. Das war leider nicht genug bei Flappy Bird. Wir haben aber allerdings noch 6 Leute, die um die letzten 4 Plätze kämpfen. Das sind mit jeweils 2 Punkten aus Flappy Bird. Leo, Markus, Ingo, Lisa, Johanna, Wirt. Wir sehen es auch nochmal auf der Tafel. Das waren die Punkte. Mel, also an der Stelle raus. Leo, Johanna, Ingo, Wirt, Markus und Lisa. Vielen, vielen Dank, Mel. So, das heißt, ihr habt jetzt noch mal 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ein geiler Run. Und dafür fängst du jetzt auch an, Wirt. Habe ich jetzt einfach so entschieden. Ja, und das hat der liebe Andreas richtig entschieden. Wir bleiben bei der Reihenfolge danach. Bist du bereit? Nein. Nein. Natürlich nicht. Dann sind wir in der Regie bereit für 30 Sekunden mit Wirt. Dann auf 3, 1, 2, 3. Das bedeutet, noch einmal fürs Protokoll, wir müssen jetzt der Track irritiert zwei mich. Leute weiterbringen. Ich meine auch. Die besten beiden. Er hat jetzt schon seine Leistung getoppt aus der ersten Runde. Er ist schon bei 3 jetzt. Bei 3, ja. Habe ich 3 geschafft? Ja. Die besten beiden kommen jetzt hier weiter. In der Vorhütte. Ich höre ihn noch. Oh. Ja. Es sind 3, mit denen er ins Rennen geht. Ja. Leo. Leo? Oh, probieren wir es nochmal. Leo ist noch dabei? Er kommt schon wieder richtig abgefuckt. Ist bereit. Ja, schau dir das an. Liebe Regie. Extra Time am Hafen. Auf 3, 1, 2, 3. Bitteschön. Oh Gott, komm mal. Bis zur Röhre musst du kommen. Jetzt wendet er auch schon Kraft auf. Ja, oh. Leo. 10 Sekunden. Das war ein bisschen Freude, ja, habe ich das ist jetzt so die, oh, jetzt, den kann er noch starten, gerade vom letzten Teil, aber jetzt aber ach, richtig. Och nein! Leo. Ingo. Also, einen für Leo. Das sieht ganz schlecht aus. Ingo. Und Ingo. Deine Zeit läuft in 1, 2, 3. Aber wie gesagt, wenn jetzt alle anderen ebenfalls nur eine Röhre schaffen sollten, dann gibt es ein weiteres Stechen. Ein weiteres Stechen, ne? Also das ist wirklich dann, das ist dann so das Schaulaufen der Erbärmlichkeit, auf das wir dann hinsteuern, ne? Also. Mann! Scheiße. Hat er die 1? Die 1 steht. Er hat die 1, ja. Hey. Los, mach die 2. Da war ich doch schon durch. Die ist fies. Oh. Die sind fies, wenn die so komisch so hüfthoch sind. Da. Er hat nur die 1. Danke, Ingo. Für mich noch mal kurz, wie viele kommen weiter von denen? Von den 6, die jetzt ins Rennen gehen, kommen 2 weiter. 2 kommen weiter. 2 kommen weiter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das mag die Regie gerne noch mal checken. Okay, Regie sagt mir 4, aber wir machen sonst weiter mit Lisa. Ah ja. Kriegen wir raus. Du bist bereit? Dann läuft auch dein Counter in 3, 2, 1. Nee, also von denen jetzt. Wow.
wow. Aber dann sind doch nur 3 rausgeflogen insgesamt. Jetzt sind wir hier kurz ein bisschen verwirrt. Ja. Okay, wir. Genau. Also, wir haben das jetzt noch einmal geklärt. Noch einmal für alle da draußen. 2 kommen weiter, 4 fliegen raus. Lisa mit 3. Lisa hat Johanna. Ebenfalls 3. 2 kommen weiter, 4 fliegen raus von euch 6. Na, dann 3. Fliegen wir mal los, nicht wahr? Da machen Zeit wir doch läuft. Mal einen kleinen Flug. Machen wir hier? Nee, machen wir nicht. Nee. So, also. Dann schauen wir doch mal, denn. Machen so, runter. Ho, ho, ho. Oh, runter. Ich baue jetzt mal so ein paar ebene Röhren. Was so bedeutet, eine, genau. Für den Moment, also so ähnlich. Das war eigentlich und so. Lisa mit jeweils 3 oh. haben gute Karten. Wenn niemand die 3 oh. schafft ja. oder mehr, ja, macht nix. Dann wären sie sicher weiter und es gäbe kein weiteres Stechen. Nein. Den darfst du noch? Flieg nicht zu hoch, oh. kleine Vogel. Und Markus. Da kam das Lied ein wenig zu spät. Markus! Die dürfen den nicht so mit Adrenalin verpumpen, die Leute. Ich hab ein Déjà-vu. Ich auch leider. Bereit? Ja. Also, 3 Markus Punkte gilt es zu schlagen, richtig? Hat es, ja, exakt so sieht ja, es aus. 3 Punkte haben wir gesehen, 2-mal schon. Nein, zu schlagen? Oder zu, naja, wenn, ja. Das ist korrekt. Bereit? Ja, 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 ja. Dann laufen auch deine 30 Sekunden auf 3, 1, 2, 3. Wenn er 3 oder mehr schafft, dann gibt es ein weiteres Stechen. Ansonsten sind die beiden mit 3 Punkten. Wenn er mehr schafft, ist er weiter. Dann ist weiter. Er safe weiter. Ist er safe weiter. Wenn er 3 kommt, muss er mit ins Dreier stechen. Und die anderen beiden, wenn er mehr schafft, nur die anderen beiden. Und das ist jetzt wirklich, das ist keine unlösbare Aufgabe, aber das ist natürlich jetzt wirklich. Oh, wenn die Zahl so vor Augen hat, ne? Ja, das ist eigentlich, zack, das ist psychologisch gemein. Ne? Exakt. Was und er hatte keinen richtig guten Lauf bisher, das muss man sagen. 3 ist absolut schaffbar. Jetzt ja. die letzte Chance. Den jetzt. Du noch? Was? Ja. Oh, und er schafft es nicht! Das ist natürlich. Ja, Wirt und Lisa sind damit weiter. Ihr habt 3 Punkte geschafft. Danke. Danke nochmal. Extra Applaus für Leo, Ingo, Johanna und Markus, die leider aufgefallen sind. Colin, Micha, wie sieht's bei euch aus? Das war eine Wahnsinnsrunde, oder? Das war schon, also ich muss sagen, hier waren Begeisterung und absolute Enttäuschung, Verzweiflung, Anfeuern, alles war dabei. Und wirklich, es ließen sich kaum Rückschlüsse darauf schließen, wer vielleicht ein tieferer Gamer ist, wer das schon mal häufiger gespielt hat, wer noch nie. Das war schon echt eine ganze Menge, was wir hier gesehen haben. Und wir haben wirklich auch richtig krasse Diskrepanzen. Wir schauen uns die Tafel da auch sehr, sehr gerne gleich nochmal an. Aber wie gesagt, Jannis mit 15 Punkten hier Flappy Bird sowas von safe weitergemacht. Und hier sehen wir eben einmal diejenigen, die jetzt noch drin sind. Wir haben jetzt noch 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Chance haben, morgen weiterzuspielen. Aber eine Person fehlt ja noch, ne? Deswegen diese krude Zahl. 19 genau. ist natürlich hässlich. Wir wollen sie voll machen, die 20. Ja. Mit einer güldenen Losung sozusagen. Exakt, denn wir haben ja eben die Bodenschätzung, wir haben ihn hier, den Second Chance Joker, der heute noch verliehen wird, denn alle Verlierer, und da wird's ja besonders spannend und auch perfide, und ich liebe das ja, so perfides Gift einzuträufeln, also selbst diejenigen, die im ersten Spiel schon versagt haben, gar nicht bei Flappy Bird ran müssten, die haben jetzt die Chance eben, dadurch, dass sie einfach mal ganz gut schätzen, wie viele Bohnen in diesem Glas hinter mir sind, das baugleiche Bohnenglas findet sich eben mit selbigem Inhalt auch weiter unten. Alle mussten den Guess abgeben, und die haben jetzt einfach die Chance, mit diesem Joker weiter zu kommen. Und ich liebe das. Wenn auf, das ist so, weißt du, der Sportlerbus fährt, die Tür geht nochmal auf und da kommt plötzlich, was? Du? Louis? Du hast doch überhaupt nichts gerissen. Ja, ich fahre auch mit zu Olympia. Und das finde ich schön.
Das stimmt, das ist sehr schön. Meinst du, ist es möglich, die wirklich zu zählen in einer gewissen Zeit sozusagen, wenn man da sehr fix ist oder so? Ich weiß nicht, wie lange die da stehen durften. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, das ist schon sehr sportlich, das zu zählen, weil sie auch so eine schöne unebene Oberfläche haben. Da ist so ganz viel Buntes drin und da hat man sich schon wieder verzählt in der zweiten Ebene. Ist schon schwer, aber wir haben natürlich ein notariell beglaubigtes Ergebnis. Insofern werden wir eben gleich schauen, wer am nächsten dran ist. Wir schalten auch gleich runter zu Andreas, der die oder den Glücklichen dann natürlich auserkoren wird. Wir machen jetzt aber erstmal eine ganz kleine Werbung, entspannen uns noch eine Runde und dann schauen wir, wer wird Kandidatin oder Kandidat Nummer 20 und zieht morgen in Spieltag 2 bei LBS ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Last Been Standing. Mir gefällt übrigens das Intro. Das sieht aus, als würden lauter Bohnen in so einer Blutsuppe schwimmen, weißt du? Als hätten sie sich alle gegen... Na, egal. Ja, das sind vielleicht einfach leckere, gebackene Bohnen in Tomatensoße. Kann auch sein. Immer mit deinen Grausigkeiten daherkommst. Aber im Prinzip hast du es natürlich richtig gesagt, denn wir haben krass eliminiert hier. Ja. 48 haben zu Beginn dieses fantastischen Showabends noch mit guter Laune in die Zukunft geblickt. Und am Ende kommen nur 20 weiter, die morgen die Chance haben, in einem weiteren Spiel, in weiteren Spielen sich um die goldene Bohne sozusagen zu bemühen. So, und jetzt kommen wir natürlich dazu, wer ist der Glückliche, wer ist die Glückliche? Andreas befindet sich jetzt in der Lounge und hat diverse Verlierer da, aber einen Gewinner, eine Gewinnerin, die können wir noch finden, je nachdem, wie gut geschätzt wurde. Genauso ist das. Nicht alle hier in diesem Raum sind Verlierer. Einige haben einfach auch Glück. Und das sind diese drei Personen hier, Ingo, Budi und Patricia. Denn ihr habt die Chance auf die Tchibo Black and White Second Chance, denn ihr habt sehr gut geschätzt. Erinnert ihr euch noch an unser Kaffee, unser Glas des Schicksals? Wisst ihr auch noch, was ihr geschätzt habt? 4, 5, 6 habe ich geschätzt. 420. 487, glaube ich, das war gerade eben. Das ist schon mal richtig. Alle wussten noch exakt, was sie geschätzt haben. Die richtige Anzahl ist 470. Das bedeutet, Patricia ist am nächsten dran. Patricia ist am nächsten dran. Das ist auf jeden Fall der Spirit von Tchibo Black and White. Second Chance geht also an dich und für dich auch noch dazu ein Kilo Kaffee, damit du morgen fit bist für den zweiten Tag von Last Been Standing. Also, Patricia ist Person Nummer 20, das heißt, wir sehen dich morgen wieder. Fantastisch, ich freue mich. Ich freue mich. Dankeschön, Colin und Micha. Wir danke haben dir, letzte Teilnehmerin gefunden. Ja, fantastisch. Wir haben ein sehr, sehr, sehr buntes TeilnehmerInnenfeld für morgen. Das wird richtig spannend, glaube ich. Ich wage keine Prognose, wer morgen weiterkommt, denn wir haben wieder Spiele, die alles möglich machen. Ganz anders auch sind. Ne? Also wir fragen hier quasi alle Skills ab, die man in diesem Unternehmen braucht, würde ich so sagen. So, ne? Also Geschicklichkeit hatten wir jetzt so ein bisschen oder Lügen will ich jetzt nicht sagen, dass das hier ein Skill sein muss, aber ist vielleicht Leertasten, stoisch drücken, ja, hatten wir. Genau. Und morgen kommen andere Dinge ran, die andere hier in ihre Areale auch nochmal abprüfen sozusagen. Ne? Exakt. Also, da bin ich sehr gespannt, wie Leute sich da schlagen. Ja, ja, und ich hoffe, ihr seid es auch. Deswegen schaltet unbedingt morgen auch wieder ein. Dann geht es sozusagen in Tag 2. Und am Samstag gibt es dann eben die großen, großen Finalrunden. Nochmal vielen, vielen Dank an Tchibo Black and White dafür, dass ihr uns so tatkräftig mit eurer koffeinhaltigen Power-Getränkemischung immer wieder auf Trab haltet. So, vielen Dank auch an den Supporters Club dafür, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt und solche Experimente hier einfach mit möglich macht. Denn das ist alles gar nicht mal so einfach und so selbstverständlich, hier so, so, so viele Menschen vor und hinter der Kamera einfach für euch mit gutem Programm zusammenzutun. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Micha, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder und ich hoffe, ihr seid morgen auch dabei, wenn es heißt Last Been Standing, Runde 2. Und dann schauen wir mal. Und danach Pen wird das Feld weiter auf. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das kommt da auch noch. Es gibt ja nur ein Highlight nicht, sondern zwei. Richtig, richtig. Zwei dicke Brocken direkt hintereinander. Schaltet ein. Geil. Geil. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend euch. Macht es gut. Bis dahin.